Lieber Herr Minister Wüst, Magnifizienz, lieber Herr Radke, liebe Landtagsabgeordnete, liebe Freunde und Förderer der JDF, meine Damen und Herren hier vor Ort und auch verehrte Gäste, die diesmal bei dieser Hybridveranstaltung online uns hier beiwohnen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Mobilität in Stadt und Land gleichberechtigt Fragezeichen hier in der Akademie der Wissenschaften NRW begrüßen. Endlich sind wir wieder live. Zumindest für einen Teil von uns. Wir haben etwa 70 Personen hier im Raum und wir haben etwa 150 Anmeldungen von Personen, die uns jetzt hier im Netz verfolgen werden. Unter Corona-Bedingungen eine Hybridveranstaltung zu organisieren, ist eine große Leistung und ich möchte, bevor ich mit irgendwelchen inhaltlichen Dingen beginne, einfach noch mal ganz herzlich allen Beteiligten von Seiten der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und des Netzwerks CONUS der Universität Duisburg-Essen danken. Bevor ich jetzt zur heutigen Veranstaltung komme, möchte ich Ihnen kurz die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft vorstellen. Die JDF ist die Forschungsgemeinschaft des Landes NRW. Sie wurde 2014 gegründet und soll eine Brücke zwischen der universitären Grundlagenforschung und der Anwendung in der Gesellschaft, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft schlagen. Bevor ich jetzt aber zu viel rede, möchten wir Ihnen einfach einen kleinen Film zeigen. Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Forschung made in NRW. Wir sind in NRW zu Hause. Mit 15 unabhängigen Instituten, 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 100 Millionen Euro Gesamtumsatz geben wir hier anwendungsnaher Spitzenforschung eine Heimat. Um die Zukunftsthemen unserer Zeit zu bearbeiten, holen wir Forschungsmittel aus Wirtschaft, Bund und Europa hier zu uns nach NRW. Wir sind breit vernetzt und agieren international. Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtergruppen evaluiert. Wir sind sehr gut beraten. Ein Kuratorium aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien unterstützt in strategischen Fragen. Wir schreiben Nachwuchsförderung groß. Jährlich betreuen wir Hunderte von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten in unterschiedlichen Fachgebieten. Wir teilen unsere Forschungsergebnisse und vermitteln sie an unsere spezifischen Zielgruppen und in die breite Öffentlichkeit. Was genau wir inhaltlich machen? Wir glauben an die Zukunft und forschen deshalb interdisziplinär zu folgenden vier Leitthemen: Städte und Infrastruktur, Industrie und Umwelt, Gesellschaft und Digitalisierung, Globalisierung und Integration. Wir schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Forschung made in NRW für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Ja, 15 Institute, 1400 Mitarbeiterinnen, über 100 Millionen Euro Jahresumsatz bei 17 Millionen Grundförderung durch das Land NRW. Das ist der beste Hebel aller Forschungsgemeinschaften und darauf sind wir durchaus auch stolz. Hinter der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft stehen zurzeit 6 Universitäten und eine dieser Universitäten ist die Universität Duisburg-Essen. 6 unserer Institute sind An-Institute dieser Universität. Inhaltlich ist die JDF ausgerichtet auf die Themen Globalisierung und Integration, Gesellschaft und Digitalisierung, Industrie und Umwelt und natürlich auch Städte und Infrastruktur. Wer sich vertieft informieren möchte, dem seien unsere 12 Thesenbroschüre
und die weiteren Unterlagen empfohlen, die hier an den Plätzen auch ausliegen. Kommen wir nun zu unserer heutigen Veranstaltung. Mobilität in Stadt und Land gleichberechtigt. Die Verkehrssituation in NRW ist herausfordernd, das muss ich Ihnen nicht sagen. Ich habe im Moment das besondere Vergnügen, ich wohne an der Stadtgrenze zwischen Duisburg und Mülheim, arbeite an der Universität Duisburg-Essen. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Als unsere Forschungsgemeinschaft beschäftigt sich mit vielen Fragestellungen rund um das Thema Mobilität. Da gibt es das Institut für Landes- und Stadtentwicklung, das sich vor allen Dingen mit den Wechselwirkungen von Stadt und Land, Landesentwicklung und Mobilität befasst. Das Wuppertal-Institut, das insbesondere die Klimaaspekte adressiert. Darüber werden wir gleich auch einiges hören. Aber auch die Duisburger JRF-Institute, die AN-Institute der Universität Duisburg-Essen sind in diesem Feld sehr intensiv unterwegs. Da gibt es das Zentrum für Brennstoffzellentechnik, das sich mit alternativen Antrieben und Wasserstoffinfrastruktur befasst. Das JUTA, mein Institut, das sich mit Luftschadstoffen intensiv auseinandersetzt. Oder auch das DST, die Schiffstechnik, die sich mit den Themen Hafenlogistik, autonomes Binnenschiff befasst. Und hier in diesem Zusammenhang, lieber Herr Wüst, sind wir Ihnen ganz besonders dankbar, dass das NRW-Verkehrsministerium dieses Thema sehr breit unterstützt. Unter anderem wird Ihr Staatssekretär, Herr Schulte, am 22.10. im Rahmen einer Festveranstaltung die Leit- und Steuerzentrale WLABI des neuen Testzentrums für autonom fahrende Binnenschiffe eröffnen. Also, ich freue mich auf eine wunderbare Veranstaltung. Ich freue mich besonders, dass wir hier die Chance haben, zum ersten Mal eine JRF-Veranstaltung gemeinsam mit einem Partner zu machen. Das ist das Netzwerk CONUS. Das ist ein EU-Projekt, das an der Universität Duisburg-Essen eingeworben worden ist. Und die JRF ist einer der stolzen strategischen Partner in diesem Projekt. Ich denke, dazu wird Herr Radke vielleicht gleich auch noch einiges sagen. Moderiert wird unsere Veranstaltung im ersten Teil von Ramona Fels, der Geschäftsführerin der JRF, an die ich auch gleich das Mikrofon übergeben darf. Den zweiten Teil unserer Veranstaltung wird dann Herr Klaus Krumme moderieren. Er ist Geschäftsführer des Forschungsschwerpunkts Urbane Systeme, Joint Urban Systems, an der Universität Duisburg-Essen. Da wir heute eine Hybridveranstaltung haben, gibt es hier noch eine ganz, ganz wichtige Person, die sitzt hier am Rand, aber wird das Ganze online managen an den Turntables. Und das ist unsere Chat-Moderatorin Ira Freude. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung und darf jetzt den Rektor der Universität Duisburg-Essen, Herrn Radke, für seine Grußworte auf die Bühne bitten. Sehr geehrter Herr Minister Wüst, lieber Professor Barton, meine sehr geehrten Damen und Herren im Saal und im Livestream, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie neben Professor Barton hier auch als Rektor der UDE zur Veranstaltung Mobilität in Stadt und Land gleichberechtigt begrüßen zu dürfen. Für mich ist es seit einiger Zeit wieder eine der ersten größeren Veranstaltungen, zumindest in teilweiser Präsenz, wenn auch unter ungewohnten Umständen, aber es ist gut, hier zu sein. Teilweise, heute Morgen hatte ich schon eine sehr schöne Veranstaltung für die UDE. Wir sind ja auf vielen Feldern unterwegs und als junge Universität, die jüngste in der Bundesrepublik Deutschland, sind wir ja im Reputationsaufbau natürlich, ist uns sehr gelegen, dass wir das nationale Tumorforschungszentrum nach Essen holen konnten, zusammen mit der Uni Köln. Ist ein ganz großer Erfolg, wenn große Standorte wie München, Frankfurt oder Hamburg nicht zum Zuge gekommen sind. Also ist das was ganz Tolles für NRW überhaupt. Und ich denke mir, auf allen diesen Feldern arbeiten wir sehr, sehr gut als jüngste Universität, ich muss es nochmal sagen, und haben sehr viel mehr Möglichkeiten, uns frisch und frei zu entwickeln, als vielleicht der eine oder andere, der in doch liebgewordenen alten Zöpfenzwängen irgendwie lebt. Aber das streichen wir jetzt aus dem Protokoll. Gut, also als Wissenschaftler ist es meine feste Überzeugung,
dass echter Erkenntnisfortschritt nur durch Austausch möglich ist. Funktioniert persönlich eigentlich schon mal besser als fernmündlich über das Internet oder per E-Mail. Aber zum anderen freue ich mich natürlich auch, viele bekannte Gesichter unserer Universität hier auch im Saal wiederzusehen. Derzeit leider eben ein eher selteneres Vergnügen. Obwohl, Herr Schreckenberg, was habe ich in der Zeitung heute Morgen über Sie gelesen? Sie ließen Ihr Publikum mit Fragezeichen zurück. Das ist so, die Wissenschaftskommunikation, nicht? Irritiert stand da auch sogar. Ja, Wissenschaft, wir sind ja nun wirklich ein begnadeter Kommunikator und können Wissenschaft erklären. Nicht? Und auch Frau Enkel sehe ich daneben, die kann das auch. Nicht? Aber es ist nicht einfach, es rüberzubringen. Nicht? Und dafür sind wir ja auch da. Nicht? Nicht nur uns die Welt zu erklären, sondern wir müssen sie nach draußen so transportieren in den Worten. Nicht? Und dazu soll diese Veranstaltung ja auch ein bisschen dienen, Anstöße zu geben und dass auch etwas mit nach draußen dringt, auch wenn wir hier etwas stärker wieder unter uns sind. Unser UDE-Bezug zu der Veranstaltung, ja, ich bin stolz, eben so viele Kollegen und Kolleginnen hier in der Veranstaltung zu sehen, die den Dialog auch mit der Öffentlichkeit gerade dient, zu sehen eben und die auch an den Charakterzug der UDE als junge Universität neue Wege zu gehen und den Kontakt nach draußen zu suchen, auch mit versinnbildlichen. Offen im Denken ist unser Motto. Sie sehen das hier auf, mit den blauen Wolken. Wer das nicht weiß, woher diese blauen Wolken kommen, das steht für Blue Skies Research. Das ist das englische Synonym für Grundlagenforschung, wertfreie und sonst wie nicht gesteuerte. Dass wir hier auch anwendungsbezogene Grundlagenforschung machen, dazu haben wir ja auch die JRF erwarten. Also da ergänzen wir uns sehr gut. Deutlich etwa anhand der vielen An-Institute, die jetzt genannt wurden, mit, ich sage mal auch zu Herrn Barton, mit unseren 6 Instituten sind wir doch eigentlich schon die halbe JRF, nicht? Und ja, fast, ich kann nicht richtig rechnen, aber 6 ist schon eine ganze Menge. Also wir sind auch stolz, mit so vielen Instituten in der JRF zu sein. Der Leitgedanke, dass Wissenschaft und Anwendung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft idealerweise multiperspektivisch und interdisziplinär zusammengedacht werden, trägt auch das Kompetenznetz eben urban-industrielle Versorgung, CONUS, Sie hatten es eben erwähnt, ja bei, das eben bei uns an der Universität koordiniert wird. Ich bin der festen Überzeugung, für eine tragfähige und nachhaltige Mobilität braucht es die Perspektivvielfalt, die wir auch bieten können durch unsere vielen Lehrstühle, die sich mit Mobilität ja auch beschäftigen. Jedem von uns ist bekannt, aufgrund der Lage ist NRW logistische Drehscheibe Europas, liegt im Schnittpunkt wichtiger nationaler wie internationaler Verkehrsachsen, betrifft nicht nur Straße und Schiene, sondern eben auch mit dem Rhein die Binnenschifffahrt. Wir haben es gerade gehört, autonome Binnenschifffahrt, auch ein Thema, was wir bearbeiten. Am Niederrhein sind die Mobilitätsherausforderungen vereint, vor denen wir gesamtgesellschaftlich stehen, mit den Fragen einer nachhaltigen urbanen Mobilität für Ballungsräume, insbesondere im Osten des Niederrheins, etwa in Duisburg, Düsseldorf und Oberhausen, müssen wir uns auch befassen. Ich bin auch nur pünktlich hier, ich bin den Stau umgangen, weil ich durch das Universitätsklinikum eine Abkürzung genommen habe, was man eigentlich nicht darf. Nicht? Aber als kollegiale Hilfe hat mir die Kollegin Steinbeck das gewährt, mal schnell hier hinzukommen. Gut, nicht? Also das ist jetzt keine Aufforderung, das auch so zu machen. Aber sonst wäre ich ausnahmsweise mit unserem schönen Wasserstoffauto nicht hier gewesen, weil das hilft dann alles nichts. Auch ein Wasserstoffauto darf zwar die Mobilitätsspur benutzen, aber steht ansonsten auch ziemlich fest. Also spezifische Herausforderungen, die Herr Wüst ja nun auch aus seinem ländlichen Raum nun mannigfach kennt. Bei meinen Schwiegereltern im Westerwald kommt einmal der Bus vorbei, morgens einmal und abends einmal. Das ist die Anbindung. Ansonsten kommt der Helikopter, wenn es irgendwie eng wird. Das kann es auch nicht sein. Also die tragfähige Mobilität für ländliche Gebiete in Kreisen wie Kleve, Heinsberg oder Wesel ist auch ein Thema. Bei aller regionaler Unterschiedlichkeit, der Transportbedarf wird steigen. Gleichzeitig ist aber die Bedeutung des Verkehrssektors bei der Emission von Treibhausgasen hoch. Und Corona hat mich auch von der Eisenbahn, wo ich jeden Tag mitgefahren bin, ins Auto wieder zurückgetrieben, weil ich Covid-Gegner und Leugner, mit denen mich in der Bahn eben nicht auseinandersetzen möchte. Und das war mir einfach zu lästig dann auf die Dauer. Für die Wende zu einer nachhaltigen und tragfähigen, ökologisch vertretbaren Mobilität muss man nicht nur Potenziale und Technologien erforschen, sondern eben auch die Wege der Umsetzung mitdenken. Klar ist aber auch, Bedarf nicht nur einer engen Verzahnung oder Vernetzung von Forschung und Anwendung. Für eine neue Mobilitätswelt müssen auch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen neu definiert werden und damit neue Entwicklungen auch produktiv und zielführend eingesetzt werden können.
Es zeigt einmal mehr, disziplinäre Scheuklappen sind hinderlich. Es gilt, Bekanntes zu hinterfragen und Neues auszuprobieren, denn auf Universallösungen kann man aufgrund lokaler Unterschiede sicher nicht hoffen. Lokale Ansätze wie Living Labs und Pilotprojekte sind sicher vielversprechend, um Best Practices mit Transferpotenzial zu entwickeln. Also ich freue mich auch hier auf interessante Einblicke und Erkenntnisse. Und bevor es nun aber jetzt zum Ende kommt mit mir hier, einen herzlichen Dank auch an die Organisation, das Organisationsteam von JHF und Konus, und wünsche Ihnen uns allen eine lehrreiche Veranstaltung und eine anregende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Professor Barton, sehr geehrter Herr Professor Radke, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen, ein Grußwort halten zu dürfen zur Mobilität in Stadt und Land. Und der Frage, ist die wohl gleichberechtigt? Es passte überhaupt nicht in den Kalender. Ich komme gerade, bin da früher aufgebrochen von einer Länderkonferenz zur Binnenschifffahrt zum Rhein aus Mainz und muss gleich pünktlich aufbrechen nach Dortmund. Aber ich fand es so toll, dass Sie sich dieses Themas annehmen, dass ich gesagt habe, da muss ich dabei sein, weil mir in der Debatte, in der politischen, auch in der öffentlich-medialen Debatte die Verengung auf den Zeiger geht, Mobilität, die Zukunft der Mobilität rein auf den urbanen Raum auszurichten. Wenn Sie mal Zeitungsberichte, Fernsehberichte sehen, geht es ganz überwiegend, 95%, wage ich mich mal festzulegen, um die Frage, wie ist die Mobilität in den Ballungszentren. Natürlich haben wir da ganz signifikante und in Nordrhein-Westfalen natürlich auch die uns überwiegend beschäftigenden Probleme, aber wir müssen auch neue und bessere Antworten geben auf die Mobilitätsbedürfnisse von Menschen in suburbanen und ländlichen Regionen, und darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen. Gleichberechtigt ja, aber nicht gleich. Und da haben wir uns von Anfang an als neue Landesregierung darauf committet, eben Antworten zu geben, die nicht gleich, aber durchaus gleichberechtigt sind. Denn auch die Menschen in den suburbanen ländlichen Regionen haben Anspruch darauf, dass sich die Landesregierung um ihre Mobilitätsthemen kümmert. Professor Radke hat es gerade schon beschrieben, kleinen Hinweis gegeben, ich komme aus Rehde im Kreis Borken, weil ein anderer Redenser im Raum ist, sage ich nicht, dass Rehde ein Vorort von Bocholt sei, was auch nicht stimmt, aber dann könnten Sie es vielleicht etwas leichter greifen. Der letzte Personenzug ist vor 40 Jahren in Rehde gewesen. Wir haben einen tollen Spritterbus nach Münster und eine leidliche Busverbindung nach Bocholt, 3 Kilometer. Wir fahren das üblicherweise aber mit dem Fahrrad. Das ist meine Wahrnehmung von Mobilität, jedenfalls in den ersten Jahren meines Lebens, bis ich einen Führerschein hatte und dann kam das Auto. Und deswegen will ich auch noch mal etwas sagen, was man kaum noch sagen kann. Auch die Individualmobilität wird in Zukunft ihre Rolle im Mobilitätsmix im ganzen Land Nordrhein-Westfalen spielen. Wir werden andere Antriebe sehen, besser heute als morgen. Wir werden viele bessere Alternativen brauchen, aber ganz ohne das Auto wird es auch in Zukunft in den ländlichen Regionen nicht gehen. Wenn Politiker das sagen, ist es immer gefährlich, weil damit ausgelöst wird, naja, der will ja nichts ändern. Wir wollen eine ganze Menge ändern, wir müssen eine ganze Menge ändern. Aber der Abgesang aufs Auto ist mir manchmal doch ein bisschen zu verfrüht und kann nur aus dem eingangs beschriebenen Missverständnis herrühren, dass es da im ländlichen Raum entweder keine Mobilität oder keine Mobilitätsprobleme gäbe. Also, es tut sich eine Menge, das muss sich auch eine Menge tun. Unser Brot- und Buttergeschäft ist das Thema Infrastruktur, Infrastrukturen. Das will ich kurz halten. Wir werden in den nächsten Jahren eher 50 als 40 Milliarden, in den nächsten 10, 15 Jahren eher 50 als 40 Milliarden Euro in die Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen investieren, über alle Verkehrsträger, über alle staatlichen Verantwortungsebenen. Das ist das, was wir nachholen müssen, was verabsäumt wurde und ein bisschen Ausbau. Wenn ich auf Straße schaue, haben wir 2 Drittel nachholende Sanierung, 1 Drittel Ausbau. Wir flügen also nicht mehr tausend viele Autobahnen durchs Land. Hier und da wird eine Fahrspur dran gemacht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das letzte Mal ist, dass man so eine Antwort auf neue Mobilitätsbedürfnisse
überhaupt geben kann. Man kann nicht nach einer achtspurigen A3 eine zehnspurige A3 machen. Und das plant auch ernsthaft niemand. Zu diesen eben genannten Investitionssummen gehört ein ganzer Batzen Bahn. Ich bin stolz darauf, dass wir in Nordrhein-Westfalen ziemlich genau die gleiche Summe in die Straßen investieren wie in die Eisenbahninfrastruktur, weil es da bitter nötig ist. Man sieht es nicht so dolle, aber man merkt es natürlich an einem mäßigen Bahnangebot, an Verspätungen, an Kapazitätsproblemen und so weiter und so weiter. Deutschland muss wieder Bahnland werden, wenn wir unserem Anspruch gerecht werden wollen, dass Mobilität besser, sicherer und sauberer, vor allen Dingen sauberer werden muss. Dann muss Deutschland wieder Bahnland werden. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Bahn wieder in die Fläche bringen. Es sind 5000 Kilometer Eisenbahninfrastruktur demontiert worden. Das ist so viel, wie das Königreich der Niederlande und Belgien gemeinsam haben, in einem gut funktionierenden, jedenfalls besser funktionierenden Bahnsystem als Deutschland. Da muss sich was tun und wir bringen die Bahn wieder ins Land. Es dauert nur leider viel, viel zu lange. Wenn eine unter Betrieb stehende Eisenbahnlinie 10 Jahre braucht, bis wir sie reaktivieren dürfen, ist, glaube ich, hinlänglich beschrieben, warum wir immer wieder an Planungsbeschleunigung arbeiten müssen. Wir haben eine strategische Grundentscheidung in der Landesregierung getroffen, Regionalisierungsmittel des Bundes, das sind die Mittel, die uns nach der Bahnreform zustehen, um Regionalverkehr, SPNV in Nordrhein-Westfalen zu machen, 1,8 Milliarden jedes Jahr, der größere Teil meines Etats, 1,8 Milliarden SPNV, Durchreichung von Bundesmitteln, 3 Milliarden Gesamtetat, also schon ein wichtiger Batzen. Wir haben die Grundentscheidung getroffen, sie nicht nur dafür zu verwenden, Rad-Schiene zu finanzieren, sondern weil Reaktivierung, Elektrifizierung, all diese Dinge so lange dauern, auch für Schnellbusse und On-Demand-Systeme und andere Dinge in den suburbanen und ländlichen Räumen zu verwenden. Auch für diese Menschen waren diese Mittel, auch für Menschen, die dort wohnen, waren diese Mittel mal gedacht und deswegen verwenden wir sie dafür auch, beispielsweise eben 100 Millionen Euro für zusätzliche Schnellbuslinien, 120 Millionen Euro für On-Demand-Verkehre. In Münster läuft der erste, in meiner Zagen wird der nächste laufen, weil sie heute einen Fokus auf den Niederrhein haben, gibt es ein schönes Projekt in Kamp-Lindfort, Neukirchen, Flüen, Mörs und Rheinberg, das wir finanzieren und es werden weitere Folgen. Also schon zu Beginn der Regierungszeit diese Grundentscheidung zu treffen, Mobilität mit schnellen Linien und kluger Anbindung auch an Zuführungsverkehre in die ländlichen Räume zu bringen, um den Menschen dort ein besseres Angebot zu machen. Denn wir sehen uns als Politik schon damit konfrontiert, dass man eben nicht, wie in meiner Kindheit, sagt, okay, erst fährst du Fahrrad und dann Auto, sondern in den suburbanen ländlichen Regionen die Menschen auch von uns erwarten, ein besseres ÖPNV-Angebot zu haben, als es in Rhede oder im Westerwald bei Herrn Radkes Schwiegereltern bisher kennen. Da muss was passieren. Ein nächstes Thema, eine nächste Antwort ist der Radverkehr. E-Bikes und Pedelecs geben uns die Chance, das Fahrrad auch für tägliche Pendlerverkehre zu nutzen. Ich habe in Münster studiert, da 10 Jahre gelebt, dann kennt man das. Man kennt dann allerdings auch die Wahrheit im Herbst und im Winter. Der Regen ist nicht das Problem beim Fahrradfahren, sondern der Wind. Wenn der Wind dann mit Regen einhergeht, ist besonders ätzend. Also zu glauben, das Fahrrad sei für alle Jahreszeiten ein Heilmittel, das ist es nur für die ganz Tapferen. Und trotzdem ist richtig Luft nach oben, auch was die Distanzen angeht, jetzt durch E-Bikes und Pedelecs. Deswegen bin ich froh, dass wir da Schwerpunkte setzen können. Das Landeskabinett hat gestern erstens sich gefreut über die Entscheidung, dass die Krebsforschung in Duisburg und Köln ein neues Zuhause bekommt und zweitens einen neuen Landeshaushalt beschlossen. Beides war gleich wichtig, will ich jetzt mal sagen. Ich kriege noch mal mehr Geld für neue Radwege. Wir haben seit dem Regierungswechsel fast 500 Kilometer neue Radwege gebaut. Wir müssen auch da noch schneller werden. Warum es einer Umweltverträglichkeitsprüfung für Fahrradwege bedarf, habe ich bisher nicht verstanden. Ich habe mal Planungsrecht studiert, da habe ich nie aufgepasst. Bin nicht sicher, ob es richtig ist, dass wir da auch eine Studie über Geräuschbeeinträchtigung und ähnliche Dinge brauchen, aber auch daran wird gearbeitet. Also der Radverkehr ist ein neuer Fokus der Mobilitätspolitik, jedenfalls was die Bedeutung angeht. Nochmal Aufwuchs an Geld, an Personal, damit wir da schneller werden und auch das eine Antwort für suburbane und ländliche Regionen. Wir können das alles heute tun. Ich darf das in einer Landesregierung tun, in der ich übrigens politisch wenig streiten
muss, über solche Themen. Und wir können das tun in einer Zeit, in der uns neue Möglichkeiten gegeben worden sind durch die Digitalisierung. Herr Dr. Günnewig ist heute da, er leitet eine neue Abteilung, die einzige neue Fachabteilung, die diese Landesregierung sich gegönnt hat nach dem Regierungswechsel. So eine Abteilung hat jetzt 50 Köpfe. Das ist also keine Kleinigkeit, das ist ein politisches Statement. Das macht man nicht mal alle Jubeljahre, das Ministerium so aufblähen, würde man ja kritisch sagen. Wir haben das gemacht, weil wir die Chancen der Digitalisierung für bessere Mobilität nutzen wollen. Bei der Mobilitätssituation in Nordrhein-Westfalen, die alle Nordrhein-Westfälingerinnen und Nordrhein-Westfälinger kennen, werden ja aus Chancen Pflichten. Ich kann ja nicht den Fehler, den man bei der Infrastruktur gemacht hat, bei der Digitalisierung wiederholen, dass man jahrelang es irgendwie laufen lässt und dann die Daten aus dem Silicon Valley und die Produkte aus China kauft. Wir wollen schon selber mitspielen, entwickeln, forschen, entwickeln, produzieren und anwenden. Deswegen so Projekte wie das autonome Binnenschiff. Das ist nur ein Baustein einer ganzen Reihe von Dingen, die wir vorantreiben wollen. Ich kann hier auch sagen, der Brain Train wird kommen in Kreis Düren, eine Forschungsstrecke für autonomes Fahren auf der Schiene. Wir haben tolle Forscher, tolle Infrastruktur zum Forschen im Altenhofen Testing Center und anderswo für autonomes Fahren. Und da wird es auch ein Projekt zum autonomen Fliegen geben. Also wir wollen alle Chancen der neuen Mobilität für Nordrhein-Westfalen nutzen, so schnell wie möglich und am besten auch noch verbunden mit Arbeitsplatzaufbau in Nordrhein-Westfalen. Und vieles, vieles davon wird auch in den ländlichen Regionen helfen. Ich habe letztens gemeinsam mit einer Firma, die Lufttaxis herstellen möchte, und den beiden größten nordrhein-westfälischen Flughäfen eine Pressekonferenz gegeben. Am nächsten Tag habe ich geglaubt, bin irgendwie beim Wecker nicht aufgewacht, weil alle nordrhein-westfälischen Zeitungen haben das Ding auf die Titelseite genommen. Die Leute waren heiß wie Frittenfett und haben gefragt, wann kommen endlich die Lufttaxis? Und die Zeitungen im Verbreitungsgebiet eher ländlicher Prägung haben es am größten und am euphorischsten gefeiert. Das ist immer gefährlich für den Minister, weil dann nach einem Jahr kommt die Wiedervorlage und dann wird gefragt, wo sind Sie denn? Sie werden kommen, auch um ländliche, suburbane Regionen besser an die Ballungszentren anzubieten. Also, es ist eine Menge unterwegs, bessere Mobilität in Stadt und Land zu gewährleisten. Wir haben dabei alle Regionen und alle Mobilitätsbedürfnisse im Blick. Wir öffnen uns dem Neuen, gerade mit der neuen Fachabteilung, weil wir müssen die Chancen von Innovatoren, von Forschung und Entwicklung für bessere Mobilität nutzen. Deswegen danke ich ganz herzlich, dass Sie sich dem Thema Mobilität so engagiert widmen. Ich würde mich freuen, dass wir, wenn wir zu diesen Themen in Kontakt, im Austausch bleiben. Bitte um Nachsicht, dass ich jetzt gleich postwendend diese heiligen Hallen verlassen muss und wünsche Ihrer Veranstaltung noch einen guten, konstruktiven, fruchtbringenden Verlauf. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Radke, sehr geehrter Herr Minister Wüst, herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Mein Name ist Ramona Fels, ich bin Geschäftsführerin der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und habe hier heute vor allem die Aufgabe, diesen ersten Teil zu moderieren. Das beinhaltet eben das genauer auf die Uhr gucken, dass die Impulsvortragenden auch wirklich in ihren 10 Minuten bleiben. Das ist uns sehr wichtig, dass wir kurzweilig bleiben. Wir haben auch Zuschauer, die im Netz eben dabei sind und das sind eben nicht nur Zuschauer, sondern die wollen wir später eben auch in die Fragerunde mit einbetten und werden wir dann eben hier in den Saal mit auf die Bühne holen. Das ist so dieser Spirit, dieser Charakter, dieser Hybridveranstaltung, die wir hier heute auch selber erstmalig aus gegebenem Anlass eben versuchen. Meine Kollegin ihrer Freude von Konus wird mich eben dabei unterstützen. Ich würde also sogleich damit beginnen, den ersten Impulsvortragenden auf die Bühne zu bitten. Das ist Herr Professor Michael Schreckenberg, Professor für Physik und für Physik von Transport und Verkehr der Universität Duisburg-Essen mit dem Thema Schneckentempo oder Schleudertrauma am Niederrhein. Sehr geehrter Herr Minister Wüst, der ist aber gerade gegangen, das ist zu spät. Lieber Professor Baden, lieber Professor Radke, meine Damen und Herren, der Niederrhein war immer schon, was die Mobilität angeht, ein interessantes Thema. Ich erinnere daran, dass der Spiegel vor einigen Jahren mal einen Bericht darüber schrieb,
dass bis die Mobilitätswende, sage ich mal, wieder reinkam, die Menschen in den verschiedenen Städten alle ähnlich aussahen und ähnlich hießen. Bis die Mobilität sie dann dazu bringen konnte, den Nachbarort zu erreichen. Hier ist auch die Fernbedienung. So. Bis man den Nachbarort erreichen konnte. Und der Niederrhein hat eine ganze Menge an Dingen auch in der heutigen Zeit dort gemacht, was dann woanders Abnehmer fand. Die Universität Duisburg-Essen eben als Schnittstelle vom Ruhrgebiet zum Niederrhein ist natürlich in einer idealen Position, diese beiden Bereiche miteinander zu verbinden. Insoweit hat sie auch sehr viele Initiativen dort, insbesondere auch was Stellen angeht, meine Stelle auch. Ich bin der einzige Professor für Physik von Transport und Verkehr und das kann eigentlich nur in dieser Umgebung gelingen, weil Verkehr ist ein ganz, ganz großes Thema hier. Wir leben dort etwas vor, was in anderen Regionen der Welt erst in einigen vielen Jahren passieren wird. Wir sind Nummer 26, das Ruhrgebiet, im Ranking der größten Metropolen der Welt. Und die Menschen wollen sich bewegen. Man sieht es hier, in Corona-Zeiten hat das was nachgelassen. Ich bin häufiger auf Veranstaltungen. Herr Radke, erwähnen Sie eben, dass ich den Menschen gesagt hätte, sie seien selber die Lösung. Das stimmt, ich war in Schwäbisch Gmünd und da ging es auch um Stadt und Land. Und jede Region braucht ihre eigene Lösung. Es gibt keine generelle Lösung für Mobilitätsprobleme, darum muss man überall genau hinschauen. Aber eines ist überall so, die Menschen wollen sich bewegen. In Corona-Zeiten merken Sie das, 6 Stunden vor dem Bildschirm sitzen. Danach haben Sie große Lust, mal etwas anderes zu tun, auch wenn es länger als 1,5 Stunden beim Vortrag dauert, kriegen Sie restless legs. Also der Mensch muss sich bewegen und da ist dann natürlich die Frage, wie bewegen wir uns? Und das ist so ein bisschen historisch aufbereitet hier. Die Menschen gehen. Das ist in Urzeiten schon so und ich habe auf der IFA auch einen Vortrag gehabt, da war ein Engländer, der sagte, dass Gehen das neue Fahren wird. Das heißt also, dem Gehen, wir reden über das Fahrrad, wir reden über das Auto, über den öffentlichen Verkehr, es wird wenig über das Gehen geredet. Gehen hat sehr, sehr viele, auch medizinisch gesehen, Vorteile und es wird in vielen Mobilitätskonzepten vernachlässigt. Das wird in der Zukunft wieder stärker werden, ob die Menschen vom Niederrhein natürlich, sage ich mal, nach Duisburg gehen werden. Das kann man machen. Ich kenne viele, die gehen jetzt ganze Städte ab. Das muss man abwarten, aber in der Entwicklung sieht man auch, das Reiten brachte damals die Menschen dazu, auch die Nachbarorte besuchen zu können. Dann kamen Kutschen dazu, Fahrradfahren schon sehr früh, dann Zugfahren, das Autofahren eigentlich erst später. Und da haben die Menschen dann gemerkt, individuelle Mobilität auf dem Level, das ist was Tolles. Und da will man heute auch dran festhalten, gerade auf dem Land, Bus und Straßenbahn. Das kam später hinzu, das Fliegen, gut, das hatte Herr Minister Wüst eben erwähnt, wird in eine neue Dimension steigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir werden individuelle Taxis haben, die fliegen können. Ich habe mir das alles auch schon angesehen. Hier sieht man es hoffentlich farblich etwas hervorgehoben, was auf dem Land eigentlich geht. Das ist jetzt in der gleichen Farbe wie eben oder etwas dunkler. Jetzt gehen, reiten, Kutschen fahren, Fahrrad fahren, aber das Zugfahren ist in vielen Fällen schwierig. Die Anbindung ist nicht so, dass Sie eigentlich direkt in den Zug einsteigen können. Sie müssen zur Station fahren. Bus fahren, das ist etwas, was auf dem Land noch geht, aber Straßenbahnen werden Sie da kaum finden. Und ebenso das Fliegen. Vielleicht wird das eine Zukunftsperspektive sein. Das Flugtaxi der Firma Lilium, was Herr Minister eben ansprach, ist eine Option. Es gibt aber auch andere, Volocopter. Ich habe die gleich noch mal kurz im Bild. Das wird man sehen. Sie sehen hier, früher dachte man, Mobilität wäre etwas, was man sauber voneinander trennen muss. Menschen, Fahrzeuge, Bahnen, Busse, das ist eine Prognose von 1925 für 1950. Was rauskam, auch das ist ein Bild von Franz Masereel, einem belgischen Illustrator, 1925 auch. Sie sehen, die Städte waren eigentlich überfüllt mit Verkehr. Ja? Der freie Raum war voll mit Menschen und Fahrzeugen. Das war die Realität Berlin, das nennt man heute Shared Space, alles durcheinander. Ja? Bahnen, Menschen, Fahrzeuge. In der Mitte steht übrigens die erste Ampel Deutschlands 1924 auf dem Potsdamer Platz. Die auch heute eigentlich noch nicht am Potsdamer Platz, aber die alte Rolle übernimmt. Es hat bisher nichts viel Intelligenteres gegeben, interessanterweise. Wir haben große Projekte gemacht, aber überall stehen noch Ampeln, es sei denn, man macht einen Kreisverkehr draus.
ja, diesen, hoffentlich nicht diesen, der ist aus England, den Magic Roundabout. Der Niederrhein war übrigens der Vorreiter des Kreisverkehres, der wieder, sage ich mal, Erschaffung des Kreisverkehres. Man hatte voll auf Ampelsysteme gesetzt und am Niederrhein erprobte man dann wieder die Einführung des Kreisverkehrs, was sehr erfolgreich war, weil doch die Unfälle nicht so schlimm sind und die Menschen sich immer bewegen können. Das hat sich dann bewährt und wird dann auch in die Städte übernommen. Also Niederrhein hat auch verkehrliche Auswirkungen gehabt bis in die Städte rein. Warum bewegen sich Menschen überhaupt? Für Nahrungsbeschaffung, Arbeit, Gesundheit, also alte Menschen gerade auf dem Land müssen häufiger zum Arzt, zum Lernen in die Uni fahren. Wir sehen heute Corona, dass Homeoffice oder das Home-Lernen einen breiten Raum einnimmt. Muss man das überhaupt noch? Kultur, das heißt, sind Sie hier jetzt, das ist ja auch Kultur, die Menschen, die hierher gekommen sind, in Konzerte, zu Sportveranstaltungen wird ja viel diskutiert oder selber Sport machen und Entspannung, Urlaub. Sie sehen auch Hund, Sie müssen sich bewegen. Die Bundesregierung hat einen Erlass rausgegeben, eine Verordnung, eine Hundeverordnung, dass Hunde eine Stunde pro Tag ausgeführt werden müssen. Ne? Das ist aber auch für den Menschen Bewegung. Ich leide auch darunter, unser Hund will da nicht immer mit, aber gut. Physisch bewegen wir uns von A nach B in der Zukunft oder digital. Wir sehen gerade, wir sind am Scheideweg oder wir sitzen nur noch zu Hause und kommunizieren über Medien. Wir fahren in Urlaub mit Google Earth, ja, machen alles von zu Hause. Kombination physikalisch fast möglich. Teleportation, da wird dann geforscht. Sie kennen das aus den Science-Fiction-Filmen, dass Sie einfach praktisch materiellos von einem Ort an den anderen transportiert werden. Das werden wir so schnell nicht erleben. Wir haben mal in das Gehirn der Menschen reingeschaut, das ist hier vom Klinikum in Essen, eine Aufnahme, Kernspintomograph oder funktionelle Magnetresonanztomographie, was da so vorgeht. Was ist ja auch interessant, weil die Menschen sollen das ja nutzen. Und Sie sehen hier oben in dem oberen linken Bild diesen kleinen roten Punkt zwischen den großen gelben Punkten. Das ist das Großhirn. Ja, ich kann Ihnen das jetzt hier schlecht zeigen, aber Sie sehen dieses kleine eckige Teil an der Oberfläche, das ist das Großhirn, praktisch ausgeschaltet. Das heißt also, Menschen, die sich in ihrem Fahrzeug bewegen, die sich mit Mobilität beschäftigen, denken nicht über Mobilität nach. Das heißt, sie beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen und sie sehen das Resultat. Ja? Heute sieht das dann meistens so aus. Der Autofahrer kann das nicht, aber alle anderen Menschen, das ist ein Bild aus Stockholm. Das heißt, man hat da sogar einen Künstler dieses Bild erfunden. Wir haben Modelle dazu gemacht, wie Menschen sich bewegen. Es gibt dann defensive Menschen, die kooperativ sind. Es gibt optimistische, das haben wir wissenschaftlich so genannt. Das sind eigentlich aggressive Menschen. Die erleben sie ständig. In der Corona-Phase, interessant, waren die Menschen auf der Straße aggressiver. Ich weiß nicht, ob Sie das auch festgestellt haben. Das war ein merkbarer Effekt. Und die Stausituation hat sich deutlich verbessert. Nun wird sie momentan wieder schlechter, besonders durch die A40-Brücke, wie Sie alle mitbekommen haben, ja, die dort neu gebaut werden muss. Wir wissen nicht, das wird Monate dauern, bis eine Behelfsbrücke da ist. Und wir versuchen auch, die Menschen dahin zu bringen, die Informationen, die müssen erstmal mitmachen, die Informationen, die sie bekommen, auch wirklich zu befolgen. Die meisten machen genau das Gegenteil davon. Ja? Das ist hochinteressant, wie Menschen darauf reagieren, wenn man ihnen etwas sagt. Jeder hat seinen eigenen Plan, seine eigene Strategie. Autonomes Fahren, das ist eigentlich unser Part in dem Konus-Projekt, wie man auf dem Lande die Menschen mit kleineren Einheiten von einem Startpunkt, meistens das Zuhause, zu einem Zielpunkt, Arzt, Einkaufen, zu anderen Punkten bringt, gerade Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind selber. Sie sehen hier, das ist eigentlich ein Witzbild, ne? Sie sehen, so können Sie jedes autonome Fahrzeug lahmlegen. Ne? Das fährt da rein in den Kreis, kommt aber nie wieder raus. Insoweit hat das autonome Fahren, wenn es denn wirklich so kommt, wie sich das alle vorstellen, noch einen weiten Weg vor sich. Vielleicht werden wir auch mit Seilbahnen fahren. Es gibt viele Projekte weltweit, auch in Afrika sogar, wo man mit Seilbahnen versucht, die Mobilität auf ein neues Niveau zu heben. Das hier ist aus Bolivien. Wir sehen, dass einige Städte, Wuppertal hat sich dagegen entschieden, in Koblenz gibt es Seilbahnen, Köln auch, aber die sind jetzt nicht wirklich für den normalen Betrieb. 7.500 Menschen kann man pro Stunde damit befördern. Wir hatten gesehen, Flugfahrzeuge, Volocopter, wird es das geben? Zwei Personen passen da rein, Taxi, da braucht man die Infrastruktur für. Und das ist das, was der Minister eben meinte, die Firma Lilium, die in einigen Jahren an den Start gehen will mit eigenen 100 von diesen Flugzeugen.
die wollen dann von Düsseldorf nach Bielefeld oder an den Niederrhein fliegen. Ja, erstmal von den Flughäfen. Ob es das gibt, wir werden sehen. Des Weiteren, die Technik hier, vielleicht wird die Zukunft so aussehen. Elon Musk kommt ja fast jeden Tag mit einer neuen Meldung raus, was er machen will. Das hier ist der Hyperloop, 1200 Kilometer schnell, gibt es noch nicht, in einer Röhre, die in der Vakuum herrscht. Und da könnte man in einer Stunde zum Beispiel von Paris nach Berlin fahren. Das ist eine neue Technik, die wird gerade von Studenten mitentwickelt. Das ist das Konzept von Elon Musk, nicht selber bauen, sondern andere bauen lassen. Ist das auch ein Konzept, das man auf dem Land erproben kann? Ja, wir hatten viele Cargo-Cap-Dinge, die dann unter der Erde passieren. Dieses hier ist über der Erde. Man muss also den gesamten Raum in allen drei Dimensionen nutzen. Vielleicht wird das die Zukunft sein, das Einfachere. Das Sehen, das ist der Vision Van von Daimler, der hat zwei Drohnen obendrauf. Das heißt, die Belieferung auf dem Land, gerade dann am Niederrhein, wird nicht mehr von Menschen an sich gemacht, sondern nur noch bis zu einem gewissen Grade. Das Fahrzeug fährt auch autonom. Die Drohnen werden automatisch beladen bis 2 Kilo und können bis 10 Kilometer weit fliegen und kommen wieder zurück. Gerade gestern kam eine Meldung, dass eine kalifornische Firma ein autonom fahrendes Transportfahrzeug auf die Straße bringen darf, das kein Fahrer mehr enthält, darum geringere Sicherheitsvorkehrungen braucht und das nur Transporte ausfährt. Und das ist hochinteressant. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit, das Land besser zu versorgen, wenn man nicht Personal bindet. Personal ist teuer. Und gerade darum ist das autonome Fahren, gerade im öffentlichen Sektor, so interessant. Ziele von Mobilitätskonzepten, leider, ich erlebe ja viel davon, nicht immer stimmig, weil man kann nicht alles gleichzeitig haben. Umweltbelastung minimieren, das muss technisch realisierbar sein, geringe Kosten haben, dann würde der Minister dagegen sein, hat er gesagt, dass sie viel investieren wollen, einfache Prozesse, die Menschen müssen überhaupt das verstehen. Wer versteht noch den ÖPNV hier, also das Ticketing? Ja, Verbesserung des Verkehrsflusses, weniger Staus wollen alle durchfahren, aber das geht halt nicht. Die Kapazität kann man in der A3 nicht auf 10 Spuren erweitern. Weniger Raum für Verkehr wird gefordert in den Städten. Nein, da sollen nicht mehr Fahrzeuge parken. Elektrofahrzeuge brauchen auch Parkplatz. Carsharing braucht auch Parkplatz. Wie soll das aussehen? Und die Menschen wollen einfach besser leben. Jetzt ist aber die Frage, was ist das, besseres Leben? Nur zu Hause sitzen bestimmt nicht, ne? Und da den Mittelweg zu finden, das ist schwierig. Also Schneckentemper oder Schleudertrauma. Wird das Ganze Mensch- oder Technik getrieben sein? Häufig werden wir von der Technik getrieben. Herr Musk setzt erstmal die Technik vorne an und dann müssen die Menschen gucken, machen die mit. Digitale Dienste, KI, alle reden darüber. Ich sage immer, man müsste erstmal mit digitaler Dummheit anfangen, ne? Das zu verstehen. Denn viele Dinge passieren einfach, da fragt man sich, wie kann es nur sein? Und lokale Lösungen sind im Allgemeinen, wie ich am Anfang sagte, nicht portierbar. Sie können nicht hier eine Lösung finden und sagen, das kann ich überall anwenden. Das kommt dann auch auf die Randbedingungen an, Klima, Energie, die Ressourcen, externe Faktoren. Wir sehen gerade Corona, was das für einen Einfluss hat auf die Mobilität. Und wie lange das dauern wird, wissen wir nicht. Junge Menschen denken überhaupt anders. Ich rechne mich mal zu den älteren Menschen, wissen eigentlich gar nicht, was junge Menschen wollen. Und wenn ich das so verfolge, dann haben die tatsächlich am Ende ganz andere Ziele. Und die müssen ja eigentlich damit leben, nicht ich, was wir hier erschaffen. Und Langzeitprognosen sind eigentlich nahezu daher unmöglich. Wir müssen also ständig flexibel bleiben. Und es ist so, oft reicht die Zeit eben nicht aus. Und dann werden nur die zweitbesten Lösungen realisiert. Insoweit kann ich da nur mahnen, dass man die Dinge schnell angeht. Denn wie schnell sich Dinge überleben, das sieht man am Berliner Flughafen. Der ist heute schon zu klein, wenn er denn jetzt am 31. Oktober bzw. 1. November an den Start geht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Schreckenberg. Wir machen es so, dass wir jetzt noch keine Fragen stellen oder zulassen würden, sondern wir würden jetzt erstmal noch die anderen drei Impulsvortragenden hören und würden danach eben alle auf die Bühne bitten und gebündelt dann eben von Ihnen Fragen erwarten und auch Fragen eben aus dem Netz. Deshalb würde ich jetzt als nächstes sofort Herrn Professor Siedentop auf die Bühne bitten vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, ein JTF-Institut, mit seinem Vortrag zum Thema Verkehrswende als gemeinsame Aufgabe von Stadt und Umland.
Ja, ganz herzlichen Dank, Ramona Fels. Sehr geehrter Kollege Radke, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe meinen Beitrag in vier zentrale Thesen, Botschaften strukturiert, die ich Ihnen eingangs ganz kurz vorstellen möchte, um sie danach noch ein Stück weit zu vertiefen. Erstens, und ich glaube, Herr Minister Wüst hat das eben schonungslos deutlich gemacht, seien wir ehrlich, mit Blick auf das Tagesthema heute, die Verkehrswende ist bislang ein urbanes Projekt, eine urbane Agenda. Sie kommt im ländlichen Raum nicht an. Sie muss aber raus aus der urbanen Nische, um ihre Wirksamkeit wirklich zu entfalten und die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Mein erster Punkt. Der zweite Punkt. Herr Schreckenberg hat gerade von technikgetriebener Mobilitäts- und Verkehrswende gesprochen. Ich glaube auch, dass Technologien wichtig sind, aber sie müssen auch begleitet sein von einem kulturellen und mentalen Wandel. Eine rein technikorientierte Strategie greift zu kurz. Das ist eigentlich die Quintessenz aus den vergangenen 20, 30 Jahren Verkehrspolitik. Drittens, auch das ist gerade schon angeklungen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Klimaforschung sagt uns, der Klimawandel vollzieht sich viel, viel schneller, als wir das vor wenigen Jahren noch angenommen haben. Und deswegen ist für eine Politik der ruhigen Hand, sage ich mal, für einen inkrementellen Wandel keine Zeit. Wir brauchen schnelles, einschneidendes Handeln. Und viertens, Stadt und Land muss in der Mobilitäts- und Verkehrswende integriert gedacht werden. Wir brauchen integrierte Lösungen. Wie das ausschauen kann, werde ich Ihnen dann im hinteren Teil meines kurzen Impulses demonstrieren oder veranschaulichen. Zu meinem ersten Punkt. Die Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung kennen möglicherweise in der Samstagsausgabe das beliebte Quartett. Vier Bilder, eine Gemeinsamkeit. Welche? Ich kann Ihnen jetzt leider aus Zeitgründen nicht allzu viel Zeit geben zum Nachdenken. Die Lösung ist relativ einfach. Mobilitätsinnovation, wie Sie sie hier sehen, ein Pop-up-Radweg, Carsharing, Bikesharing-Angebote im öffentlichen Raum oder ein autofreies Quartier, die finden wir nahezu ausschließlich in Städten und ganz, ganz selten oder gar nicht im ländlichen Raum. Ich kann Ihnen das am Beispiel des Carsharings einmal verdeutlichen. Selbst in einer hochverdichteten Stadt wie München ist das Marktgebiet, also der Raum, in dem Fahrzeuge angeboten werden und auch abgegeben werden können, begrenzt. Die Marktabdeckung in München liegt bei gerade mal 60% der Stadtbevölkerung. Das heißt, fast die Hälfte der Menschen, die in München leben, haben keinen wohnortnahen Zugang zum Carsharing in München, im Stadtgebiet. Im Umland, im ländlichen Raum, im weiteren Umland von München gibt es solche Angebote gar nicht, weil sich das für die Anbieter von Carsharing-Diensten schlicht und einfach nicht lohnt. Deswegen bleibt Carsharing auch in den nächsten Jahren vermutlich eine sehr, sehr kleine Nische für die alternative urbane Mobilität. Wie problematisch das ist, will ich Ihnen an dieser sehr simplen Grafik zeigen. Sie zeigt die Bevölkerungsanteile nach Gemeindetypen. In Deutschland lebten im Jahr 2017 etwa ein Drittel der Menschen in Großstädten, in Metropolen. Die profitieren von vielen, vielen neuen Mobilitätsangeboten, wie sie jetzt eben auch schon angesprochen worden sind. Zwei Drittel der Menschen leben in Mittelstädten, in Kleinstädten oder ländlichen Siedlungen. Und dort, wie gesagt, kommt die Verkehrswende bislang zumindest nicht an. Das heißt, aus meiner Sicht, das Gelingen der Verkehrswende entscheidet sich nicht in Berlin, nicht in München, nicht in Düsseldorf, sondern in den Vororten und im ländlichen Raum. Schauen wir auf die Verkehrsmittelwahl an dieser Stelle. Und es wird deutlich, wie polarisiert, wie tief die Kluft ist zwischen Mobilitätspraktiken in den Städten, in den Metropolen und im ländlichen Raum. Schauen wir zunächst auf die Metropolen. Zwei Drittel der Menschen nutzen den sogenannten Umweltverbund auf ihren täglichen Wegen. Also sie gehen zu Fuß, sie nutzen das Fahrrad und sie nutzen den ÖPNV. Nur ein Drittel, gutes Drittel, ist das PKW, der PKW-Anteil. Ganz anders sieht das aus im kleinstädtischen, dörflichen, ländlich geprägten Raum. Dort sehen wir nach wie vor Anteile von 70%, die der PKW ausmacht. Aus zum Teil nachvollziehbaren Gründen, Herr Minister Wüst hat das angesprochen, viele fühlen sich wirklich abhängig vom Auto aufgrund ihrer Siedlungsstruktur, in der sie leben, Erreichbarkeit, die nicht gegeben ist, was alternative Verkehrsangebote anbetrifft. Aber das ist erstmal die blanke, ernüchternde Realität, wie wir sie aus Mobilität in Deutschland in der letzten großen repräsentativen Verkehrsbefragung sehen.
Zweiter Punkt. Ich glaube, wir müssen Verkehrswende nicht nur technologisch denken, sondern auch kulturell. Wir brauchen auch sowas wie einen mentalen Wandel, einen Wandel in unseren Köpfen. Ich will Ihnen das mit einigen wenigen Zahlen deutlich machen. Schauen wir auf die Bilanz der Verkehrspolitik in den letzten Jahren. Wir haben technologiebedingte Effizienzgewinne. Und die sind auch durchaus beachtlich. Aber sie werden aufgezehrt, überkompensiert durch eine höhere Motorisierung, durch schwerere Fahrzeuge, Stichwort SUV, und höhere Fahrleistungen. Wir sehen, im Zeitraum von 1995 bis 2018 haben die CO2-Emissionen pro Verkehrsaufwand um -9% abgenommen. Das ist eine beachtliche Leistung. Das ist Technologie. Gleichzeitig haben aber die CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs um fast 4% zugenommen durch die besagten Entwicklungen. Und die Motorisierung, also die Pkw-Ausstattung der Haushalte, hier je 1.000 Einwohner, hat sogar um fast 18% zugenommen. Dieses Phänomen wird auch als Rebound-Effekt bezeichnet. Das heißt, technologische Effizienzgewinne werden aufgezehrt durch mehr Konsum. Das sehen wir nicht nur im Verkehr, auch beim Thema Wohnen und vielen anderen Handlungsfeldern der nachhaltigen Entwicklung. Wir müssen wegkommen von einer Philosophie, die wir in der Verkehrsforschung, Verkehrsplanung Predict and Provide nennen. Das heißt, dass sich politische Entscheidungsträger verpflichten, einer irgendwie extern vorgegebenen Verkehrsnachfrage, prognostizierten Verkehrsnachfrage mit Infrastrukturangeboten gerecht zu werden. Diese Politik ist von gestern und sie ist gescheitert, das muss man so hart sagen. Deswegen brauchen wir auch eine Einwirkung, eine dämpfende Einwirkung auf die Nachfrage. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, eben auch die Kultur der täglichen Mobilität zu verstehen. Mobilitätshandeln ist kulturelles Handeln. Das heißt, wir brauchen ganzheitliche Ansätze, die neben neuen Mobilitätsangeboten, neuer Infrastruktur, neuer Technologie eben auch auf Einstellungen, auf Gewohnheiten, aber auch auf Routinen Einfluss nehmen. Kollege Koska wird genau hierüber gleich in seinem Beitrag eingehen und das noch vertiefen. Nochmal, technologischer Wandel, das ist mein zweiter Punkt, muss mit kulturellem Wandel einhergehen. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Wir haben keine Zeit mehr für eine Politik der kleinen Schritte. Der Klimawandel schreitet unnachgiebig voran. Das sind Ergebnisse aus den letzten Jahren, was die Klimaforschung anbetrifft. Und ja, deswegen kann die Pandemie, so schwerwiegend sie auch wirkt in unserem Lebensalltag, in den ökonomischen, sozialen Entwicklungen, die unser Land, Europa und die Welt erlebt, durchaus auch mit ihrem disruptiven Charakter Anstoß sein für einen beschleunigten Wandel. Ich nenne nur mal zwei Punkte an dieser Stelle, die uns alle bewegen derzeit. Der Boom des Homeoffice, ein Trend, der, glaube ich, bleiben wird. Und natürlich auch der Boom des Fahrradfahrens, zumindest in großen Städten. Das sind Entwicklungen, die zeigen, dass möglicherweise auch ein schnellerer Wandel möglich ist, schneller, als wir uns das bislang vorstellen konnten. Was uns in dieser Entwicklung Mut machen kann, ist, dass es erstaunliche Akzeptanz gibt für Maßnahmen, die man gemeinhin für wenig konsensfähig bewertet. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, das ist die City-Maut. Wenn Sie das in deutschen Städten ansprechen, erleben Sie in der Regel ja, ein ziemlich abweisendes, skeptisches Grundklima. Es gibt ein paar europäische Städte, die diesen Weg gegangen sind. Sie sehen hier einige Beispiele. Die haben die City-Maut eingeführt und das interessante Phänomen ist, dass die Akzeptanz, Sie sehen hier die Zustimmungsraten vor der Einführung und nach der Einführung in Oslo, Trondheim, London etc., dass die Zustimmungsraten überall angestiegen sind, wenn die Menschen in ihrem Alltag erlebt haben, was die City-Maut verändert. Weniger Verkehrsbelastung in den Städten, mehr Lebensqualität, mehr Walkability, wenn Sie so wollen, bessere öffentliche Räume etc. pp. Das heißt, seien wir mutig, auch Dinge anzugehen, die möglicherweise zunächst mal für politisch heikel und gesellschaftlich wenig zustimmungsfähig bewertet werden. Mein dritter und vierter und letzter Punkt ist, wir müssen die Mobilität in Stadt und Land integriert denken. Das heißt, die Verkehrswende muss oder sollte entlang des Stadt-Land-Kontinuums organisiert werden. Wir denken ja häufig noch in Stadt- und Land-Kategorien, dazwischen gibt es aber Grautöne. Wie könnte so ein Konzept aussehen? Wir brauchen, glaube ich, ein Bündel von integrierten Maßnahmen. Das fängt an bei Beschränkungen für den Pkw-Verkehr in Großstädten. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Und endet bei
attraktiven, möglichst attraktiven Alternativen zum PKW in nachfrageschwachen ländlichen Räumen, da wo der konventionelle ÖPNV nicht mehr Angebote schaffen kann. Beispielsweise durch autonome Shuttles, die Menschen zu den Haltepunkten des ÖPNVs bringen. Nur ein Beispiel. Ein Konzept, was wir im ILS intensiv diskutieren und in Zukunft auch in die Politik, in die Praxis einbringen können, lautet Achsen nachhaltige Mobilität. Und ich will Ihnen das in ganz kurzer Form vorstellen. Die Grundidee ist eigentlich ziemlich einfach. Eine Stadt wie Düsseldorf oder Duisburg ist über Verkehrsachsen mit dem suburbanen und dem ländlichen Raum verbunden. Verkehrsachsen, das sind Autobahnen, Bundesstraßen, Schienenwege, zukünftig vielleicht auch verstärkt Fahrradschnellwege, Radschnellwege mit hohem Ausbaustandard, die für Pendelentfernungen von bis zu 20 Kilometern, 25 Kilometern in Ausnahmefällen vielleicht auch attraktive Alternativen anbieten können. Das ist das Stadt-Land-Kontinuum, was ich mit dieser Abbildung zeigen will, vom Regionszentrum bis in die tiefste ländliche Peripherie hinein. An den Haltepunkten des schienengebundenen Nahverkehrs sorgen Mobilstationen für intermodale Verknüpfung, einfaches Umsteigen auf das Fahrrad, auf den Bus und eine hohe Servicequalität. In den ganz nachfrageschwachen Räumen kann man sich On-Demand-Shuttles, On-Demand-Verkehrsangebote vorstellen, die eben die Menschen, wie gesagt, vom Wohnort hin zum Abfahrtsort eines schienengebundenen Verkehrsmittels bringen. Und natürlich sind die Stationsumfelder von S-Bahn, Regionalbahn auch attraktive Orte zur baulichen Entwicklung, zur Nachverdichtung für neuen Wohn- und Gewerbebau. Wir haben gerade in der aktuellen ILS-Studie enormes Potenzial für NRW festgestellt. Viele Bahnhofsumfelder, gerade in ländlichen suburbanen Räumen, ermöglichen auch noch bauliche Entwicklung. Ein solches Konzept, um nicht falsch verstanden zu werden, richtet sich nicht gegen den PKW in ländlichen Räumen, aber es sucht danach, attraktive Alternativen zu schaffen, um eben auf den PKW verzichten zu können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den die Menschen im ländlichen Raum auch sehen müssen und sich aus ihrer Abhängigkeit, mentalen Abhängigkeit vom PKW zukünftig zu emanzipieren. Dass das keine blanke Theorie ist, will ich Ihnen abschließend ganz kurz an zwei Folien deutlich machen. Einige von Ihnen kennen vielleicht das Agglomerationskonzept Köln-Bonn. Das hat die Region Köln-Bonn mit den Kommunen gemeinsam entwickelt. Auch das ILS hat dazu beigetragen. Das ist ein sehr umfangreiches Konzept. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal rein. Ich zeige es nur heute, weil diese Achsen, die Köln mit dem Umland verbinden, also hier beispielsweise die Achse Köln-City nach Engelskirchen, das sind Transformationsräume für neue Mobilität, für alternative Verkehrsangebote. Das fängt an bei baulichen Nachverdichtung an den Stationen und endet bei intermodalen Verknüpfungen, Mobilstationen an den Haltepunkten, um eben bequem vom Fahrrad auf das schienengebundene Verkehrsmittel zu wechseln oder eben auch gute Busverbindungen anzubieten. Das klingt jetzt nicht revolutionär und radikal. Das sind einfache, niedrigschwellige Maßnahmen, die wir sofort ergreifen können und die man mit relativ wenig baulicher Investitionssumme angehen kann. Also insofern kann die Mobilität der Zukunft auch mal wenig visionär, aber sehr, sehr praxistauglich in Erscheinung treten. Letzte Folie. Das hat Kollege Barton schon angesprochen. Wir haben uns in der JRF mit unserem Leitthema Städte und Infrastruktur verpflichtet, auch über die Mobilität der Zukunft nachzudenken. Wir haben eine Forschungsagenda entwickelt oder sind dabei, sie zu entwickeln, zu konkretisieren, wo es eben um Konzepte integrierter Infrastrukturoptimierung geht, um Ansätze regionalen Infrastrukturmanagements, aber auch, ganz wichtig, die Entwicklung neuer Finanzierungskonzepte. Wir sehen hier sehr, sehr viele Berührungspunkte zum Kronos-Netzwerk und ich kann an dieser Stelle schon sagen, wir freuen uns sehr auf intensiven Austausch und auf gute Zusammenarbeit zwischen der JTF und Kronos. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Siedentop. Dann machen wir den schnellen Wechsel. Ich würde Frau Professorin Enkel auf die Bühne bitten. Sie ist Professorin für BWL und Mobilität an der Universität Duisburg-Essen und hält einen kleinen Impulsvortrag mit dem Titel Innovative Mobilitätskonzepte, Herausforderungen und Chancen. Als Frau in der Männerrunde freue ich mich sehr, das spannendste Thema vortragen zu dürfen. Bin mal so dreist und sage es.
Ich bin für Mobilität zuständig, wie alle meine Vorredner und wahrscheinlich als Expertin eine der vielen, die hier im Raum sind. Habe aber noch eine Besonderheit, dass ich das Thema Innovation leben darf. Ich würde Ihnen also sehr gerne im heutigen Kurzstatement ein kleines bisschen den innovativen Aspekt der Mobilität vor Augen führen, und zwar ein kleines bisschen früher anfangen als meine Vorredner, nämlich bei den Wegbereitern für die Trends, für die Mobilitätskonzepte. Schauen wir einmal, also mal gucken, ich habe nämlich gleich zwei hier von liegen, einer funktioniert und einer nicht, nehmen wir mal den hier. Ja. Ich versuche das Thema von vielen verschiedenen Perspektiven anzugehen, und zwar deswegen, weil ich das große Vergnügen habe, an der Universität Duisburg-Essen mit vielen Kollegen gemeinsam, mit 9 unterschiedlichen Lehrstühlen gemeinsam in einem Institut zu arbeiten. Das Institut Motion kommt aus dem Begriff Mobility Transformation, und dort versuchen wir nicht nur die Technologie, also Antriebstechnik oder Energiespeicher, sondern auch die unterschiedlichen Schnittstellen zwischen Technologien, wie beispielsweise zwischen der Digitalisierung Informatik oder halt eben den vernetzten Systemen oder halt eben der Antriebstechnik, sondern auch den Management-Aspekt und damit vielleicht auch ein Aspekt, der heute noch ein bisschen zu wenig aufgetaucht ist, den Kundenaspekt, den Nutzeraspekt mit zu betrachten. Wenn wir uns einmal in diesem Fall die gesellschaftlichen und politischen Wegbereiter für die Mobilitätstrends anschauen, dann bedeutet das, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen wollen, die eben schon ein bisschen angeklungen sind, nämlich, dass das Auto aus der Stadt vertrieben werden soll, dass das Auto auf dem Land aber präsent sein muss, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, dort halt eben mobil zu sein. Gleichzeitig sehen wir, und das haben wir gerade eben gehört, als Wünschenswertes, dass wir immer mehr Orte des Transfers haben, an denen sich also Publikum bündelt, an denen sich Geschäfte bündeln können, an denen sich natürlich auch, danke für das Stichwort bei meinem Vorredner, an dem sich natürlich auch neue Mobilitätskonzepte entwickeln können, also hier ein Transfer zwischen unterschiedlichen Verkehrsformen, unterschiedlichen Trägern stattfinden kann. Selbstverständlich beschäftigt uns das Thema Klima und Klimaneutralität sehr stark, und zwar nicht nur auf der politischen Ebene, nicht nur in der Gesellschaft, sondern natürlich auch in der technologischen Ebene. Auf die technologische Ebene komme ich aber gleich noch, deswegen will ich hier nicht so viel Fokus drauf verwenden. Selbstverständlich möchten wir, dass die Städte neu aufgebaut werden, dass wir mehr Platz haben für Grünes, mehr Platz für Fußgänger. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass wir unterschiedliche Bewegungsmuster haben. Jetzt in Corona-Zeiten kann man das natürlich sehr schlecht nachvollziehen, weil unsere Bewegungsmuster jetzt sehr besonders sind. Also ganz anders, als sie vorher waren, und hoffentlich verändert Corona natürlich auch unsere Bewegungsmuster nachhaltig, sodass sie auch später anders sein werden. Bewegungsmuster bedeutet, dass wir gleichzeitig dazu bereit sind, größere Strecken in unserer Freizeit, in unserem Sozialleben in Kauf zu nehmen, aber dass wir durch Homeoffice-Angebote, durch flexiblere Arbeitszeiten auch die Möglichkeit haben, unseren Arbeitsplatz sehr nah zu erleben. All das sind natürlich gesellschaftliche Entwicklungen. Es kommen natürlich auch ein paar politische Entwicklungen dazu. Wir haben eben schon vom Verkehrsminister gehört, der Ausbau von Fahrradschnellwegen etc., die natürlich ebenfalls politisch intendiert sind. Ja, mal ein Schrittchen weiter. Technologische Entwicklung. Ich habe versprochen, ich spreche auch ein bisschen darüber. Gerade in den Ingenieurswissenschaften wird sehr viel an den Technologien geforscht. Ich als Wirtschaftswissenschaftlerin würde immer sagen, die Technologie ist immer die halbe Münze. Es muss auch etwas sein, was der Kunde hinterher will, was also so übertragen wird, so integriert wird, dass daraus ein Produkt, eine Dienstleistung, ein digitales Geschäftsmodell kommt, das der Kunde gebrauchen kann, das ihm in seinem Mobilitätsverhalten unterstützt. Wenn wir uns die Industrie und die Mobilitätsangebote vor dem Jahr 2000 anschauen, dann sehen wir ganz stark, dass dort ein ganz anderes Mindset gerade bei den großen Firmen vorgeherrscht hat. Nehmen wir mal die Automobilindustrie. Dort war das Mindset, dass der Kunde das kaufen muss, was ich produziere, weil er nämlich auch keine andere Wahl hatte. Mit der Globalisierung, mit der Internationalisierung ist natürlich einhergegangen, dass der Kunde auf einmal mehr Auswahl hatte. Er musste eben nicht auf deutsche Hersteller alleine zurückgreifen,
weil der Händler der deutschen Hersteller in der gleichen Stadt vorhanden war, sondern er konnte sich jetzt auch leisten, auch von einem ausländischen Produzenten beispielsweise ein anderes Fahrzeug zu bekommen. Was aber das Neue ist im Denken, im vielleicht durch die Digitalisierung sehr stark getriebenen Denken bei Kunden ist, dass ich mich damit nicht zufrieden geben darf. Dass etwas, was ein anderer für mich denkt, was das richtige Produkt für mich wäre, nicht das beste Produkt für mich sein muss, nicht das beste Konzept für mich sein muss. Ich bin also nicht mehr unbedingt gezwungen, das Auto zu kaufen, nur weil ich Auto fahren will, sondern heute, und das hatten wir eben auch schon ein bisschen gehört, sehen wir eine ganz neue Generation, die gerne bereit ist, für das Nutzen von etwas zu bezahlen, aber nicht unbedingt für den Besitz Geld zu verbrauchen. Das ist eine ganz andere Denkhaltung, die wir, glaube ich, auch nicht mehr rückkehren werden in der Zukunft, sondern es geht wirklich darum, dass ich dazu bereit bin, im Sinne von Dienstleistungen Mehrwerte zu generieren, dass ich aber nicht unbedingt mein Geld in Produkte stecken will, die sehr schnell veraltet, in Technologien, die sehr schnell veralten. Und das bedingt wiederum ganz neue technologische Sprünge, die wir vorher so nicht hatten. Also der Kunde wiederum, das Nutzerbedürfnis, das sich verändert hat, schiebt die technologische Entwicklung an. Wie schnell das funktioniert, ist relativ unterschiedlich, je nachdem, wie viel Druck auch Kunden auf die Firmen gestalten, die dann halt eben in dieser technologischen Entwicklung vorankommen. Nennen wir mal so ein paar wichtige technologische Entwicklungen. Ein paar haben Sie heute schon gehört. Ganz wichtig ist natürlich die Datenübertragung. Wenn wir über Mobilitätskonzepte reden, sprechen wir oft darüber, dass beispielsweise Fahrzeuge sich vernetzen müssen, dass Fahrzeuge mit dem anderen Fahrzeug, aber auch mit ihrer Umgebung kommunizieren müssen. Dass wir wissen wollen, ob der Bus in 5 Minuten ankommt oder ob der Bus in 10 Minuten oder gar nicht ankommt. Dass der Bus wissen muss, ob wir beispielsweise den Anschluss verpassen werden oder ob in irgendeiner Weise in einer Schaltzentrale ein Ersatzbus, ein Ersatzzug, eine Ersatzstraßenbahn, ein Ersatzauto, eine Mitfahrgelegenheit zur Verfügung stehen muss. All das funktioniert nicht, wenn wir keine Vernetzung hinbekommen, wenn wir also keine digitale Datenübertragung haben. Dazu ist natürlich der Ausbau der Digitalisierung, in diesem Fall der Ausbau über 5G etc. enorm wichtig. Nur da, wo wir das haben, und auch hier muss ich sagen, gibt es natürlich wieder große Unterschiede zwischen Stadt und Land, sind solche zukünftigen Konzepte, so ein verlinktes, verzahntes Ineinandergreifen unterschiedlicher Systeme, sodass sie der Kunde wirklich nutzen kann, ohne lange Wartezeiten etc., nur möglich. Nehmen wir mal ein anderer Teilbereich. Ich hatte gerade eben schon über die Vernetzung gesprochen. Eben hatten wir gehört, der Kunde wünscht sich weniger Staus. Weniger Staus, möglichst Parkraum in den Städten, möglichst guten Anschluss oder Verfügbarkeit auf den Land. Das ist natürlich auch ein Thema, das wir über Digitalisierung und Vernetzung lösen könnten, zumindest zum Teil. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, dass wenn Autos in Flotte fahren, wenn sie also miteinander vernetzt sind und in Flotten fahren, dadurch entstehen weniger Unfälle, dadurch entstehen weniger Staus, weil sie alle gleichzeitig bremsen. Wir können andere Strecken, die bisher noch weniger ausgelastet sind, nutzen etc. Sie können sich unendliche Möglichkeiten hier vorstellen. Nehmen wir ein weiteres Thema, das autonome Fahren. Auch das haben wir eben schon ein paar Mal gehört und ich fand das Bild extrem witzig über die Falle des autonomen Autos. Ich werde das also tatsächlich mal ausprobieren, wenn ich das nächste sehe, halt eben drumherum mal einen Kreis zu machen. Das autonome Fahren ist quasi unsere Zukunftstechnologie. Die Bundesregierung möchte wirklich die Technologie des autonomen Fahrens oder hier dann auch die künstliche Intelligenz, die halt eben hinter dem autonomen Fahren steckt, sehr stark fördern, weil es viele Vorteile hat. Wir haben eben schon so ein kleines bisschen die Konzepte gehört. Ich vergleiche auch hier mal ein bisschen Stadt und Land, für die es gleichermaßen vorteilhaft wäre, wenn wir so etwas hätten. Wir könnten zum Beispiel in der Stadt Parkraum sparen. Ein selbstfahrendes Auto muss nicht mehr vor einer Türe parken, sondern das kann auch außerhalb beim Park and Ride parken und mich dann per Knopfdruck wieder abholen kommen an dem Ort, wo ich gerne in der Stadt abgeholt werden kann. Als ein Beispiel. Das würde natürlich immer noch bedingen, dass wir halt eben die Möglichkeiten haben, in den Innenstädten zu fahren. Ein selbstfahrendes Shuttle
könnte gerade im ländlichen Gebiet den öffentlichen Verkehr entlasten, indem ich ganz genau weiß, dass jetzt 5 Leute an einer Bushaltestelle stehen, die zu einem bestimmten Ort wollen und hier automatisch eine Strecke generiert werden kann mit einem solchen Shuttle, das per Knopfdruck dann halt eben kommt, das zwar klein ist, nicht wie ein richtiger Bus klein ist, aber dafür halt eben auf die Gegebenheiten angepasst ist und diese 5 Personen dann an den Ort bringen kann, wo es hin will. Das könnte sehr günstig sein, weil wir Personal sparen. Wir gehen mal nicht in die Debatte, was dann mit den Busfahrern passieren könnte, die halt eben zurzeit vorhanden sind. Was wir ansonsten noch haben, neben den technologischen Fortschritten, die etwas mit der Digitalisierung zu tun haben, sind natürlich auch technologische Fortschritte in der Energiespeicherung. Das Thema Elektromobilität ist natürlich ein ganz starkes Energiethema, auch wenn wir über grünen Wasserstoff reden. Warum grünen Wasserstoff? Weil Wasserstoff nur dann besonders umweltfreundlich ist, wenn ich die Energie in irgendeiner Weise umweltfreundlich erzeugen kann. Es nutzt mir also nichts, wenn ich die Energie über Kohlekraftwerke erzeuge, um sie dann halt eben grün zu tanken, um mich energieneutral fortzubewegen. Also bedeutet das, dass ein solches Thema nicht nur ein technologisches Thema ist, ob wir die entsprechenden Energiespeicher, Batteriesysteme vorantreiben können, sondern natürlich auch ein viel größeres gesellschaftliches Thema. Ob wir uns halt eben dieser gesellschaftlichen Herausforderung und damit auch der neuen Infrastruktur, die es bedarf, stellen wollen, muss die Gesellschaft entscheiden. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Neben diesen technischen und auch politischen Herausforderungen gibt es natürlich, da war ich jetzt zu schnell, gibt es natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen. Wir haben schon viele gehört, ganz kurz dazu. Wir wandeln uns immer mehr zur Dienstleistungsgesellschaft. Das bedeutet, wir sind dafür bereit, in Services mit Dienstleistungen zu bezahlen, also gefahren zu werden, statt selber zu fahren, etwas von anderen zu nutzen, statt selber für den Kauf des Produktes verantwortlich zu sein. Und das wiederum bedingt neue Konzepte, die nicht unbedingt mit der Produktion von etwas zu tun haben, sondern mit dem intelligenten Management von etwas. Was bedeutet das für die Industrie? Wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das bedeutet, dass auf einmal in einer Industrie, die vorher sehr stark geprägt war von großen Playern, von großen Herstellern, die sich leisten konnten, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die große Produktionsanlagen aufgebaut haben, große Vertriebs- und Servicenetze aufgebaut haben, plötzlich Raum wird für kleine, für Start-ups, für mittelständische Unternehmen, die nämlich nur den Servicebereich haben müssen, die den Servicebereich beinhalten müssen, das Management-Share der Produkte, die von anderen hergestellt werden. Das, was wir alle in Corona-Zeiten erlebt haben, ist die Zunahme des Online-Handels. Das, was wir als Entwicklung hier, ganz besonders natürlich im Bereich der Logistik sehen, ist natürlich die Zunahme des Verkehrs mit dem entsprechenden Transport und natürlich die neuen digitalen Geschäftsmodelle. Ich muss schon schnell machen, ich sehe es schon. Deswegen vielleicht ganz kurz die wichtigsten 4 Trends für Sie, die ich jetzt zusammenfassen würde. Das autonome Fahren und die Vernetzung, habe ich eben schon einiges dazu gesagt. Viele Probleme, sowohl in der Stadt als auch im Land, können wir damit beherrschen, wenn denn die Technologie so weit ist. Für Sie, wir sind im Moment bei den Stufen des autonomen Fahrens, bei Stufe 1 und 2. Wir müssen bis 5 kommen, damit diese Wirklichkeit Realität wird. Natürlich der öffentliche Nahverkehr. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, welche Möglichkeiten es hier beinhaltet, wenn wir stärker vernetzt sind, wenn an diesen Knotenpunkten ebenfalls die Möglichkeit bestehen würde, umzusteigen. Plattformanbieter für Mobilität, der Raum auf einmal für kleine, für Unternehmen, die keine großen Produktionsanlagen haben oder Hersteller sind, die sich auf das Management und die Dienstleistungen spezialisiert haben. Und natürlich der Klimaschutz, die Klimaneutralität, dadurch, dass auch viel Forschung darin getrieben wird, wie wir Energie klimaneutral herstellen können, um sie dann für die Mobilität zu nutzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen später. Danke.
Herzlichen Dank, Frau Enkel. Wir würden gleich weitermachen und an Herrn Koska übergeben. Herr Koska ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, auch einem JTF-Institut, und hält einen Impulsvortrag mit dem Titel Mobilitätsmanagement als integrierter Ansatz zur Änderung von Mobilitätsroutinen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Danke, dass ich hier sein kann heute. Nachdem wir gerade viel über Technologie gehört haben und über kluge, intelligente Verkehrsplanung und auch über die Umwelt- und Klimabedürfnisse einer nachhaltigen Mobilität, möchte ich Sie mitnehmen in eine Frage, wie wir das ganz konkret mit der Änderung von dem Mobilitätsverhalten hinbekommen. Also wie können sich Mobilitätsroutinen verändern durch Mobilitätsmanagement? Mobilitätsmanagement ist ein etwas sperriger Begriff, es gibt ihn auch schon lange, aber ich denke, dass wir heute in einer Situation sind, wo Mobilitätsmanagement eine ganz entscheidende Rolle spielen kann, um eben an den Stellen, wo Leute in Kontakt, also die Zielgruppen, deren Mobilität wir ändern wollen, tatsächlich in Kontakt mit Akteuren stehen, die sie dann an die Hand nehmen können und ihnen dabei helfen können, ihre Mobilitätsroutinen zu verändern. Was ist Mobilitätsmanagement? Es ist also eine Organisationsstrategie von Verkehr. Es geht jetzt erstmal weniger darum, die Verkehrsinfrastrukturen aufzubauen, sondern darum, Verkehr anders zu organisieren. Und dabei nimmt Mobilitätsmanagement vor allen Dingen die Zielgruppen in den Blick und deren Verkehrsbedürfnisse und Bedarfe, also die Verkehrsnachfrage. Der entscheidende Punkt ist, dass Mobilitätsmanagement umgesetzt wird von lokalen Akteuren, also von denjenigen, die eben die Chance haben, in direkten Kontakt mit den Zielgruppen zu kommen. Und der Schwerpunkt liegt eben auf weichen Maßnahmen, nicht so sehr auf dem Ausbau von Infrastrukturen, sondern darin, Anreize zu setzen, zu überreden, zu kommunizieren und etwas anders zu organisieren, damit es leichter wird, das Mobilitätsverhalten zu verändern. Und von den Akteuren, von denen ich gerade gesprochen habe, möchte ich Ihnen ein paar vorstellen. Das können Kommunen sein, die für ihre Bürger, die neu in die Stadt ziehen, eben Neubürgerpakete mit Vorschlägen für eine nachhaltige Mobilität aufbauen. Es sind vor allen Dingen Betriebe, die gucken wir uns gleich noch näher an, die über Mitarbeitermobilität oder ihre Fuhrparke eine Menge ändern können. Es sind Schulen und Hochschulen, oder auch Kitas, die bei der Frage, wie kommt man dorthin, einen ganz konkreten Einfluss darauf haben, den Schulweg zu gestalten. Es ist der Handel, der natürlich Kunden hat, die entweder auf einen großen Parkplatz fahren oder die Chance haben, mit dem Lastenfahrrad zu kommen oder mit dem öffentlichen Verkehr. Und es sind Freizeitziele. Also im Prinzip all diejenigen Ziele, die wir mit unseren verschiedenen Mobilitätszwecken erreichen können. Überall dort sitzen Akteure, die die Chance haben, Mobilitätsmanagement zu gestalten. Und der Schwerpunkt, den ich hier habe, betriebliches Mobilitätsmanagement, der hat einen ganz bestimmten Grund. Mobilität im Kontext der Arbeit macht einen ganz, ganz großen Anteil des Verkehrs in Deutschland aus. Die Studie Mobilität in Deutschland, von der wir gerade auch schon gehört haben, hat herausgefunden, dass es aktuell rund 38% des Verkehrsaufwandes, also der zurückgelegten Personenkilometer, sind, davon 21% auf dem Weg zur Arbeit und weitere 17% in der dienstlichen Mobilität. Und die Umweltauswirkungen, insbesondere die CO2-Emissionen, sind da nochmal deutlich größeres Gewicht, weil häufig der Weg zur Arbeit eben alleine im Auto, alleine im einzelnen Fahrzeug umgesetzt wird und das natürlich dann entsprechend höher als im Durchschnitt Umweltauswirkungen hat. Also es geht fast in Richtung 50% der CO2-Emissionen des Verkehrs. Und das ist natürlich ein großes Potenzial, was man auf jeden Fall sich näher anschauen muss. Und wir haben einerseits eine eigene Studie gemacht in der Region Wuppertal und Umland, zum anderen aber auch Studien in ganz Deutschland ausgewertet und können grob sagen, dass man etwa ein Verlagerungspotenzial durch klug gemachtes Mobilitätsmanagement hat in Höhe von 20% dieser Mobilität auf dem Weg zur Arbeit oder auch von Dienstreisen, wo man eben sich ganz genau angeguckt hat, welche Leute wohnen in der Nähe, welche Leute haben nicht so lange Wege zurückzulegen. Es ist übrigens so, ich habe mir gerade die Zahlen nochmal angeguckt, Wege unter 10 Kilometer, also das, was man noch mit einem Pedelec ganz gut auf dem Weg zur Arbeit zurücklegen kann, sind in großen Städten ungefähr 55% der Wege zur Arbeit.
Die anderen sind länger. Aber im ländlichen Raum tatsächlich immer noch 45%. Das heißt, es ist hier beileibe nicht so, dass es kein Potenzial gibt für die Verlagerung auf Nahmobilität, also auf Rad- und Fußverkehr, sondern es geht nur darum, eben dieses Potenzial auch entsprechend auszuschöpfen. Wie kann man das nun angehen? Ich habe gerade schon gesagt, Wege zur Arbeit und Dienstreisen sind zwei entscheidende Pfeiler, aber in einem Unternehmen gibt es natürlich auch häufig einen Fuhrpark, eine Unternehmensflotte, die zum Teil eben auch aus persönlichen Dienstwagen bestehen kann. Es gibt Besucherverkehre und es gibt Lieferverkehre. Das alles sind Elemente, die in so einem betrieblichen Mobilitätsmanagement betrachtet werden können und sinnvollerweise auch ganzheitlich betrachtet werden sollten. Dabei gibt es verschiedene Vorteile, die Unternehmen dazu motivieren können, Mobilitätsmanagement anzugehen. Das ist einerseits Zufriedenheit von Mitarbeitern, die vielleicht nicht im Stau stehen wollen, vor allen Dingen aber die sich durch einen Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wenn sie es einmal ausprobiert haben, häufig deutlich fitter fühlen, wacher auf der Arbeit ankommen. Man hat Studien mit Schülerinnen und Schülern gemacht, die deutlich höheres Aufmerksamkeitsniveau haben, wenn sie zu Fuß zur Schule gegangen sind. Und es gibt weniger Krankheitstage und dementsprechend natürlich auch tatsächliche materielle Vorteile für Unternehmen, die Mobilität ihrer Mitarbeiter sich näher anzugucken. Aus Umweltperspektive, die Vorteile hatte ich gerade schon erläutert, neben CO2 sind es natürlich auch Lärm- und Luftschadstoffe, die im Verkehr anfallen. Es kann eine Auswirkung auf das Image von Unternehmen haben, wenn sie sagen, wir kümmern uns um die Belange unserer Mitarbeiter und der Umwelt. Und es kann im Idealfall auch mit Kosteneinsparungen zusammenhängen, denn die Flächen, die für den ruhenden Verkehr, also parkende Autos, verwendet werden, sind häufig wesentlich effizienter anderweitig zu nutzen. Und wenn Unternehmen das realisieren und insbesondere wenn sie gerade bei einem bestehenden Raumangebot zum Beispiel davor stehen, ihre Kapazitäten zu erweitern, dann kann ein durchaus denkbarer Weg sein, die Parkplätze zu reduzieren, und dafür ist es eben nötig, Mobilitätsmanagement zu betreiben. Es gibt allerdings auch einen Haufen, ich habe das jetzt so schön dargestellt und das klang so positiv, es müsste doch eigentlich jedes Unternehmen schon längst machen, wenn es so schön wäre. Tatsächlich ist es so, dass es interne Widerstände gibt, das Thema überhaupt anzupacken. Es gibt fehlendes Wissen darüber, wie es funktionieren kann. Es ist zum Teil mit hohem Organisationsaufwand verbunden. Gerade bei kleinen Unternehmen fehlt die kritische Masse, um sowas anzupacken, damit es sich auch tatsächlich lohnt. Und es ist natürlich gerade anfänglich auch mit Kosten verbunden. Jetzt haben wir in einem Modellprojekt in der Region Bergisches Städtedreieck überlegt, wie kann man sich dieser Hemmnisse annehmen und die Unternehmen eben dazu bringen, Mobilitätsmanagement trotzdem auf den Weg zu bringen. Einerseits durch eine Beratung, die wir von extern da reingebracht haben, zum anderen aber durch eine Vernetzung im Sinne eines Quartiersansatzes. Also wir haben gesagt, wenn es ein einzelnes Unternehmen nicht von alleine in Angriff nimmt, wie wäre es denn, wenn wir die Unternehmen, die in einem räumlichen Cluster sich befinden, zusammenbringen und dann mögliche Synergien eben schaffen. Und das ist jetzt mal eine Karte des Bergischen Städtedreiecks. Da haben wir ganz verschiedene Quartiere uns angeschaut. Das sind Innenstadtgebiete, das sind Gewerbegebiete in der Peripherie, Mischgebiete, wo Wohnen und Einkaufen stattfindet, reine Bürogebiete und Großunternehmen mit Umfeld und kleineren Unternehmen in der Nachbarschaft. Also ganz verschiedene Quartiere, in denen wir uns Betriebe angeguckt haben. Und die Betriebe waren eben teilweise produzierende Gewerbe, zum Teil Dienstleistungen im Innenstadtbereich. Es waren Rathäuser und Hochschulen dabei. Das war also auch ein ganz gemischtes Feld. Und da haben wir eben geschaut, wie dort die verkehrlichen Bedarfe sind. Wir haben einen Aktionszirkel gemacht, von der Erhebung über Mobilitätsanalyse, über Workshops zur Konzeptentwicklung und dann letztendlich zur Umsetzung in den Unternehmen, und das Ganze gespiegelt auf der Quartiersebene, sodass wir da auch die Unternehmen zusammengebracht haben, geguckt haben, was kann man, an welchen Stellen kann man Synergien heben und diese Sachen gemeinsam auf den Weg bringen. Das waren dann Analysen, wo wir uns eben angeschaut haben, wie kommen die Leute zur Arbeit bisher? Welche Potenziale haben sie? Wie weit wohnen sie eigentlich weg? Macht es für sie Sinn, mit dem Fahrrad zu kommen? Wie viele Minuten würde es länger dauern, wenn sie in die Bahn umsteigen? Gibt es hier eine Bike-and-Ride-Anlage in der Nähe? Welche Leute
sollten wir vielleicht gar nicht darauf ansprechen, ob sie mit dem Rad zur Arbeit kommen, sondern ob es für sie eher Sinn machen würde, auf ein Elektroauto umzusteigen. Das heißt, es also gerade in Unternehmen, die ja Kenntnis über ihre Mitarbeitenden haben, eine gute Möglichkeit, ganz konkret zielgruppenspezifisch zu kommunizieren und dann auch die richtige Seite anzuschlagen. Wir haben dann basierend auf den verschiedenen Analysen Maßnahmen entwickelt, eben sowohl in den Betrieben als auch in den Quartieren. Und ein paar Maßnahmen, die wir dann tatsächlich dort auch in die Umsetzung gebracht haben, möchte ich Ihnen vorstellen. Es fing an mit Mobilitätstagen in den Unternehmen, wo es eben möglich war, sich darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es also gibt. Integriert dabei häufig Testwochen mit Pedelecs, wo man einfach sagt, ein Pedelec haben viele Leute noch gar nicht ausprobiert, ein Elektrofahrrad, wenn man einmal drauf sitzt, ist es so ein bisschen wie der Umstieg von einem Golf auf einen Porsche vielleicht. Man hat also plötzlich das Gefühl, man tritt in die Pedale und ist richtig schnell unterwegs. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowas mal 2 Wochen ausprobiert haben, haben dann gesehen, dass das für sie tatsächlich eine Option ist, so zur Arbeit zu kommen. Das heißt also Routinen dadurch aufbrechen, dass man erstmal was ausprobiert. Viele Unternehmen haben dann sichere Radabstellanlagen aufgebaut, die überdacht oder bewacht waren. Es gab Zuschüsse zum Jobticket, die zum Teil über den Verkehrsverbund kommen, zum Teil aber auch über die Unternehmen selbst. In den Unternehmen wurden E-Fahrzeuge in die Fahrzeugflotten aufgenommen und auch Dienstreisetools, um zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht unbedingt immer mit dem Pkw ihre Dienstreise machen, sondern mit dem Zug, wo es sich lohnt, und da Preis- und Umweltvergleiche zu machen und mit einzubauen in das jeweilige Dienstreisetool eines Unternehmens, kann manchmal tatsächlich Wunder wirken. Aber wir haben auch auf der Quartiersebene einiges umgesetzt. Überbetriebliches Carsharing in einem Wuppertaler Quartier. Da kommt der Punkt, wir hatten ja gerade über Carsharing und die prekäre Situation, dass Carsharing eben in vielen Bereichen von Städten noch gar keine richtige Durchdringung hat. Das liegt natürlich an der fehlenden Nachfrage. Und diese Nachfrage aber zu organisieren über Quartiere, wo mehrere Unternehmen sagen, naja, vielleicht macht es für uns gar keinen Sinn hier, 4 Flottenfahrzeuge stehen zu haben. Wir nehmen einfach mal 2 Flottenfahrzeuge und das 3. und 4. teilen wir uns mit anderen Unternehmen. Das brauchen wir sowieso nur in Spitzenlastzeiten. Und diesen Anstoß zu geben, dass es eben geteilte Autos gibt, die dann vielleicht E-Autos sind, die effizienter sind, die keine Investitionen in dem Maße binden, das konnten wir über den Quartiersansatz anstoßen. Wir haben neue Buslinien in Verbindung, auch mit der Umstellung von Schichtzeiten bei Unternehmen einrichten können, wo man eben, wenn man sich koordiniert, man da hinkommt, dass man die Nachfrage auch an das, ja, zugegebenermaßen manchmal etwas starre Angebot des öffentlichen Verkehrs anpassen kann. Und wir haben die Jobticket-Konditionen gerade kleinerer Unternehmen verbessert, wo es dann darum geht, Jobticket abzunehmen. Wenn man Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern ist, dann kriegt man vielleicht gar kein Jobticket. Und da haben sich dann mehrere Unternehmen zusammengeschlossen und dadurch eben die Chance gehabt, da Vergünstigungen für ihre Mitarbeiter zu erhalten. Das Fazit zum Quartiersansatz ist also, das funktioniert, Synergien bei diesen Maßnahmen für Mobilitätsmanagement zu schaffen, aber es ist kein Selbstläufer, man braucht jemanden, der sich im Unternehmen drum kümmert, es muss sich jemand drum kümmern im Quartier und im Idealfall muss es vernetzt sein mit der kommunalen Verkehrsplanung, damit das einhergeht mit dem, was Städte tun für die Mobilität oder Landkreise. Und wir haben aber natürlich auch ein paar richtig kritische Punkte gefunden. Man geht nicht dahin, wo es wehtut. Und das ist häufig eben das Thema Verknappung und Bewirtschaftung von Parkplätzen. Ja, das kann in Innenstadtquartieren, da haben wir auch schon Beispiele gesehen, häufig funktionieren, wenn der Druck besonders hoch ist, wenn die Kosten auch zur Bereitstellung des Parkraums besonders hoch sind. In den ländlichen Räumen eher nicht so sehr. Eine Dienstreise-Policy zu machen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht mehr aussuchen, ob sie den Weg nach Berlin einfach mit dem Flugzeug statt mit der Bahn machen. Das Downsizing von persönlichen Dienstwagen oder auch die Standortwahl des Unternehmens in Abhängigkeit von einer günstigen Anbindung. All das sind Punkte, die, wo dann doch sichtbar wird, dass nachhaltige Mobilität natürlich nicht die Kernaufgabe dieser hier betrachteten Betriebe ist und das für die eben nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat. Zum Teil aus Kostengründen, zum Teil aus Angst vor Widerständen. Das heißt, was wir letztendlich als Fazit und Schlussfolgerung, wie es eigentlich besser werden kann, uns angeschaut haben, wenn wir nach Frankreich schauen oder in die Niederlande und nach Belgien,
Dort gibt es gesetzliche Regelungen und Fördermittel, die Mobilitätsmanagement ja, einerseits fördern und andererseits dann aber tatsächlich auch fordern, dadurch, dass sie sagen, gesetzliche Vorgaben für die Erstellung von Mobilitätsplänen. In Frankreich gibt es eine Abgabe, die in Abhängigkeit von der Menge Verkehr, die man generiert, zu zahlen ist. Fiskalische Anreize eben für Unternehmen setzen, Dienstwagen anders absetzbar machen oder auch Stellplatzordnungen so gestalten, dass es für die Unternehmen sich lohnt, Stellplätze zu reduzieren und sie die dann nicht mehr nachweisen müssen und stattdessen was anderes mit dem gewonnenen Raum machen können. Das sind alles Punkte, wo wir denken, dass hier eine große Chance besteht, dass die Politik Unternehmen dabei unterstützt, Mobilitätsmanagement umzusetzen. Und ja, auch gerade vor dem Hintergrund der Notwendigkeiten des Klimaschutzes, wir haben nicht mehr lange Zeit, wir müssen jetzt handeln, ist das, glaube ich, ein Feld, wo man kostengünstig, effizient und zielgerecht handeln kann. Dankeschön. Herr Koska, herzlichen Dank. Ich würde Sie bitten, sich gleich einmal hier neben mich zu setzen und ich bitte auch noch mal die anderen drei Impulsvortragenden auch in der Reihenfolge auf die Bühne. Herrn Schreckenberg, bitte einmal gleich da vorne hinsetzen, Frau Enkel hierher und Herr Siedentop bitte einmal hierher. Wir werden es jetzt folgendermaßen handhaben. Wie angekündigt, wir haben ein Publikum hier vor Ort, aber auch ein Publikum im Netz. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt zu jedem Impulsvortrag eine Frage zulassen und wir machen es im Wechsel. Ich würde sagen, Herr Schreckenberg, wir fangen mit Ihnen an und ich würde eine Frage an Herrn Schreckenberg aus dem Publikum zulassen und im Wechsel dann eben an Herrn Siedentop danach aus dem Netz und so weiter. Gibt es eine Frage aus dem Publikum an Herrn Schreckenberg? Wir haben hier zwei Kolleginnen, die mit Mikrofonen bereitstehen und sofort reagieren könnten. Ein zurückhaltenderes Publikum. Frau Freude, haben wir eine Frage aus dem Chat? Beziehungsweise aus der Online-Version oder sollen wir mit Herrn Siedentop weitermachen und kommen danach nochmal zurück? So wie wir das vorher abgesprochen hatten, hatte ich jetzt vorrangig nach einer Frage für Herrn Siedentop geguckt. Die habe ich auch gefunden und ich würde mal kurz gucken, ich muss nämlich jetzt hier in dem Chat eine Person freischalten. Jetzt hatte ich natürlich gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Genau, Stummschaltung, ja, da hat es. Das müsste funktionieren. Herr Heinemann, Sie können Ihre Frage gerne stellen. Wunderbar. Schönen guten Tag. Mein Name ist Torben Heinemann, leite die Verkehrsplanung in der Stadt Leipzig im Verkehrs- und Tiefbauamt. Und meine Frage an Herrn Professor Siedentop geht zum Themenkomplex Homeoffice. Leipzig hat 600.000 Einwohner, ist in den letzten Jahren in der Vor-Corona-Zeit eine wachsende Stadt gewesen, in einem schrumpfenden Umland. Und wir beschäftigen uns mit dem Gedanken, was passiert eigentlich jetzt in der Post-Corona-Ökonomie mit den Auswirkungen der Attraktivität, der neuen Attraktivität des Homeoffice. Die Frage ist zu erwarten, dass wenn weniger Fahrten, weil einzelne Tage im Homeoffice verbracht sind, es eine Reduzierung des Verkehrs in den Pendlerbeziehungen auf die Großstädte wie Leipzig oder in Nordrhein-Westfalen beispielsweise stattfinden wird. Dann könnte es passieren, dass wir eine Probleme kriegen mit ÖPNV-Finanzierung, weil ein Jobticket für 200 Tage im Jahr eben dann nur noch für 100 Tage genutzt wird und dann weniger attraktiv ist, die Zahlungsbereitschaft wird zurückgehen. Oder wird es so sein, dass wir, wenn wir nur noch wenige Tage in der Woche zum Arbeitsort pendeln müssen, dann auch größere Entfernungen von einem dann neuen Wohnort in einem weiteren suburbanen Raum in Kauf nehmen und wir dann am Ende vielleicht sogar mehr Verkehr haben in der langfristigen Perspektive. Da würde mich interessieren, wie das aus der Sicht des ILS gedacht wird. Ja, sehr gute Frage. Erstmal muss man natürlich einräumen aus Forschungsperspektive, es gibt noch keine empirischen Studien, die uns wirklich jetzt in die Lage versetzen würden, diese Frage ja, evidenzbasiert zu beantworten. Insofern, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, ich würde sagen, es besteht schon die Gefahr, dass die Menschen, wenn denn Homeoffice ein Trend wird, und davon bin ich fest überzeugt, dass viele Unternehmen die Qualitäten des Homeoffice für sich entdecken, auch aus Kostengründen, um weniger Büroraum vorzuhalten. Also wenn dieser Trend sich stabilisiert und verstetigt, dann kann es natürlich durchaus sein, dass Menschen sagen, okay, wenn ich nur noch zweimal
in der Woche oder maximal dreimal zwischen meinem Wohnort und meinem Arbeitsort pendeln muss, dann kann ich auch ganz anderes Standortsuchverhalten an den Tag legen und vielleicht einen Wohnort suchen, der am Ende des Tages sogar noch weiter entfernt ist von dem Arbeitsort. Also das könnte so eine Art Folgeeffekt geben, der natürlich gar nicht im Sinne einer nachhaltigen Mobilität ist. Aber wie gesagt, das ist noch im Bereich der Spekulation, der Mutmaßung, der Hypothese. Es gibt wenig Studien. Aber vielleicht noch einen zweiten, ganz kurzen Punkt zum Thema Homeoffice. Ein Trend, der zunächst mal, glaube ich, für die Städte problematisch ist, eine Stadt wie Leipzig, haben wir es eben gehört, ist, wir erwarten im ILS eine sehr starke Leerstandsentwicklung im kommunalen Büroimmobilienmarkt. Das deutet sich jetzt schon an. Es gab immer schon so einen gewissen Leerstandssockel auch in den letzten Jahren. Und das Homeoffice wird diesen Trend verstärken. Also erstmal problematisch, aber längerfristig vielleicht auch positiv, weil Städte neuen Raum gewinnen für ganz andere Nutzungen, die bislang ökonomisch wenig Chancen haben, sich in den High-Price-Gegenden, Innenstadt-City-Lage zu behaupten. Also wir kennen ganz viele Beispiele für sehr erfolgreichen Umbau von Büroimmobilien hin zum Wohnen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Also es ist ambivalent. Es hat gute, aber auch vielleicht problematische Wirkungen. Wir müssen einfach jetzt gucken, wie sich die Trends in den nächsten Jahren darstellen. Herzlichen Dank für die Frage und ebenso für die Antwort. Ich würde mit Frau Enkel weitermachen. Gibt es eine Frage aus dem Publikum an Frau Enkel? Sonst würden wir wieder, da hinten ist eine Frage. Ich würde Sie bitten, sitzen zu bleiben und deutlich in das Mikrofon zu sprechen, das Ihnen gleich vorgehalten wird. Ja, genau. Sie hatten auf einem Chart das Ziel Klimaneutralität stehen. Gibt es denn irgendwie eine Prognose über den erforderlichen Energieverbrauch, um halt diese Mobilität halt voranzubringen? Weil wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung berichte, in der Stadt, in Düsseldorf speziell, gibt es jetzt viele E-Bikes oder E-Roller. Und die Roller werden halt nicht dafür verwendet, um in die Stadt zu fahren, sondern halt in der Stadt von A nach B zu kommen, wo man eigentlich ja zu Fuß geht. Und E-Bikes zum Beispiel sehe ich auch häufiger im Wald, als halt zum Beispiel halt irgendwie in der Stadt. Dankeschön für die Frage. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir zukünftig mehr Energie benötigen werden. Deswegen ist die Forschung auch sehr stark fokussiert auf Energiespeicher. Andererseits wissen wir auch, dass diese Energie uns nur dann nutzt, wenn sie halt eben klimaneutral ist, wenn es also grüne Energie ist, wenn sie halt eben aus erneuerbaren, wenn es als erneuerbare Energien gewonnen wird. Insgesamt muss ich sagen, sind wir noch ein kleines bisschen zurück. Sie wissen, dass jetzt erst sehr stark im Bereich des grünen Wasserstoffs geforscht wird. Da sind wir noch ein kleines bisschen hinterher. Sie hatten jetzt gerade E-Roller und E-Bikes angesprochen. Wenn ich mal das Elektroauto nehme für halt eben die kleinen Strecken, wäre es natürlich ideal, wenn ich nicht immer stundenlang warten müsste, bis es aufgeladen wird, sondern an einer Tankstelle sofort tanken kann, wie ich das mit Benzin und Diesel auch mache, um dann halt eben uns fortzubewegen. Das würde also eine Revolution auch wiederum bei den Elektrofahrzeugen bedingen und damit hätten wir noch mehr Energieverbrauch. Insgesamt sehe ich also den Energieverbrauch steigend. Auch hier, wir gucken ja in die Zukunft, deswegen gibt es keine empirischen Daten, auf die wir uns stützen können. Ich gehe aber mal davon aus, dass Corona uns nachhaltig beschäftigen wird und dass Corona unser Verhalten auch verändern wird. Ich würde also Ihnen auf jeden Fall zustimmen und würde sagen, wir pendeln wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag in die Städte, auch nicht mehr zum Einkaufen, sondern wir machen das wahrscheinlich in anderen Zyklen und vielleicht auch gebündelter, ob das jetzt zum Einkaufen, für das Sozialleben ist oder halt eben für den Beruf. Also einerseits mehr Energieverbrauch, weil wir mehr Verbraucher haben, also mehr Elektrofahrzeuge haben, mehr Elektro-E-Bikes haben, mehr E-Scooter haben. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein antizyklisches Verhalten, das unserem heutigen Verhalten nicht mehr entspricht. Herzlichen Dank. Wir würden weitermachen mit Herrn Koska und einer Frage aus dem Netz. Es hat wieder nicht so gut funktioniert mit der Absprache. Wir hätten noch eine Frage, wo jemand Bereitschaft erklärt hat, auch die zu stellen. Ja. Ich würde die einfach mal einblenden. Frau Böker, Sie müssten genau jetzt noch das einfach anfangen zu reden. Ja, guten Tag aus Hamburg. Ich bin Mone Böcker von Toller Ort. Und ich hörte ja mehrfach in den Beiträgen, dass autonom
fahrende Fahrzeuge, Busse zum Beispiel, auch eine Zukunftsperspektive sind. Habe mir aber vorgestellt, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, wenn ich da allein abends in so einen leeren Bus steige, dass es vielleicht nicht für alle Kundinnen so eine attraktive Vision ist, mit solchen Bussen zu fahren, und habe mich gefragt, ob nicht im Zuge von Digitalisierung und Autonomisierung das Modell Bürgerbus auch auf eine professionellere Stufe gehoben werden könnte und auch systematischer gefördert werden könnte, um dann das Thema Ehrenamt, ich kann vielleicht eher mal einen Bus begleiten, als ihn selbst zu fahren, auch mit einzubinden und so vielleicht, so ein bisschen wie das Konzept im Moja in Hamburg ist, bestimmte Strecken anzubieten, die dann auch flexibel verschiedene Leute abholen können. Und ich muss eben den Bus dann nicht selbst fahren, aber begleiten, und die Leute haben jemanden zum Reden und fühlen sich auch ein bisschen besser. Wäre das eine Möglichkeit? Da kann ich auch gerne was zu sagen. Ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man muss natürlich schauen, wer stellt die öffentliche Daseinsvorsorge bereit? Wollen wir das sozusagen auf ehrenamtliches Engagement auslagern, oder ist es eine Aufgabe, die die öffentliche Hand umsetzt? Was wir auf jeden Fall bekommen werden, ist ein großer Wandel bei der Flexibilisierung von öffentlichen Verkehren durch ein reformiertes Personenbeförderungsrecht. Und dann kommt es sicherlich darauf an, dass man diese verschiedenen Mobilitätsdienste, die zum Teil von privaten Anbietern angeboten werden, die vielleicht von Bürgervereinen angeboten werden, die zum Teil von den Verkehrsbetrieben oder den Kommunen direkt angeboten werden, dass man die alle unter ein Dach stellt und dass es da sozusagen keine Konkurrenz und Kannibalisierung gibt, sondern dass sie im Prinzip in einen übergreifenden, erweiterten öffentlichen Verkehr integriert werden. Und ich glaube, wenn das gelingt und wenn das für die Leute, auch für die Bürgerinnen und Bürger möglich ist, da einen einfachen Zugang zu haben und ich nicht wie heute für jedes verschiedene Verkehrssystem eine andere App haben muss und die älteren Semester sowieso schon das Problem haben, überhaupt eine Mobilitäts-App sich aufs Handy runterzuladen, dann sind die Zugangshürden natürlich viel zu hoch. Also wir brauchen da eigentlich eine Plattform, die für alle Bürgerinnen und Bürger vertrauensvoll zu bedienen ist. Und dann kann das funktionieren, dann kann das auch Leute im ländlichen Raum abholen, denke ich. Vielen Dank. Ich würde wieder beginnen mit Herrn Schreckenberg. Gibt es jetzt eine Frage aus dem Saal? Ansonsten würden wir noch mal ins Netz schauen. Eine Frage an Herrn Schreckenberg. Aus dem Netz? Wir haben uns entschieden, keine weiteren Fragen aus dem Netz zuzulassen, damit wir gleich noch die Möglichkeit haben, in der Podiumsdiskussion auch Fragen stellen zu können, ab der fortgeschrittenen Zeit. Das stimmt, das ist wahr. Ich habe trotzdem selber eine Frage an Herrn Schreckenberg und ich erlaube mir, diese zu stellen als Moderatorin. Ihr Titel war Schneckentempo oder Schleudertrauma am Niederrhein, aber so richtig beantwortet haben Sie die Frage nicht. Was glauben Sie denn? Die Frage kann man auch nicht beantworten, weil ich hatte am Ende gesagt, Langzeitprognosen sind schwierig oder fast unmöglich. Was ich nur, ist vielleicht nicht am Ende ganz deutlich rausgekommen. Wenn man sich die Projekte anguckt, die nicht nur in Deutschland, weltweit gemacht werden, die verfolgen alle ganz unterschiedliche Ziele. Ja, und wir hatten auch mal so einen integrierten Gesamtverkehrsplan NRW. Der konnte gar nicht umgesetzt werden, weil was da drin stand, war alles nicht gleichzeitig machbar. Wir haben eben auf einigen Folien auch gesehen, dass die Dinge gar nicht so gehen können. Ich kann nicht sagen, ich will Verkehrsfluss erhöhen, gleichzeitig Parkraum in den Städten erniedrigen, andererseits klimaneutral sein und ich will dann auch noch die Leute möglichst schnell von A nach B befördern können. Ich meine, was sind das für Ansprüche? Wir müssen erstmal sozusagen zu den Basics zurückkehren, und das hatte ich am Anfang gesagt. Was sind die Gründe für Mobilität? Was ist überhaupt die Mobilität, die ich unterstützen möchte? Es gibt ja viel unsinnige Mobilität, ne? Also viele Leute, ich habe früher einen Käfer geschenkt bekommen als erstes Auto und da bin ich einfach nur mit rumgefahren, ne? Habe die Umwelt schön verpestet, habe Krach gemacht und Lärm ist übrigens nach den Schadstoffen die zweitgrößte Todesursache in Europa. Und diese Dinge muss man erstmal überhaupt auf den Tisch bringen und sich dann für was entscheiden. Man kann nicht sagen, ich will alles haben, aber das wird immer nebeneinander gestellt, wir wollen. Und am Ende wundert man sich, dass nicht alle zufrieden sind. Jede Diskussion über Verkehr ist kontrovers. Sie werden niemals ein Publikum haben, wo Ihnen am Ende alle zustimmen. Das habe ich gerade wieder gemerkt. Also machen Sie eine Bemerkung, was Radfahren angeht. Ne? Radfahren, dann wird gesagt, Pedelecs werden gefördert. Ja, hochgefährlich. Guckt man sich mal die Unfallzahlen an. Ja?
die Leute sollten lieber richtig Rad fahren, ist viel gesünder, ne? Also der Fitnessaspekt. Also wenn man das alles gegeneinander aufrechnet, dann kommen da viele Widersprüchlichkeiten raus. Und ich glaube, da muss man erstmal ansetzen und dann kann man sagen, okay, welche Mobilität will ich überhaupt haben? Und man muss am Ende sagen, okay, Stadt und Land haben natürlich auch Unterschiede. Auf dem Land ist es billiger zu leben, in der Stadt habe ich eben Vorteile, aber auch Nachteile, ne? Also das muss man auch miteinander abwägen. Man kann nicht nur die Mobilität bewerten und das Credo kann man einfach nur sagen, die jungen Leute sollten sich da mehr dran beteiligen, weil die müssen das leben am Ende, ne? Das ist für uns vielleicht noch interessant als wissenschaftlich, aber die jungen Leute müssen die Zukunft mitgestalten. Und das passiert zu wenig, weil die sich in einer virtuellen Welt mehr aufhalten. Vielen Dank. Wir würden jetzt tatsächlich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit übergehen zur nächsten Podiumsdiskussion, denn dieser Teil der Veranstaltung diente dazu, eben Impulse zu geben für die Diskussionsrunde, die jetzt folgt. Ich würde meine Podiumsgäste einmal bitten, nacheinander wieder ihre Plätze zu verlassen und ihre Plätze unten im Saal einzunehmen und würde gleichzeitig meinen Kollegen Klaus Krumme auf die Bühne bitten. Klaus Krumme ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Konus-Netzwerks und des Joint Center Urban Systems an der Universität Duisburg-Essen und wird jetzt eben die zweite Podiumsdiskussion moderieren und seine Gäste eben gleich auf die Bühne holen. Ja, vielen Dank, Ramona Fels, für die Einladung. Ich möchte eigentlich jetzt ohne große Umschweife meine Mitdiskutanten zu mir auf die Bühne bitten. Auch hier gibt es eine kleine Besonderheit. Die erste Dame in dem Falle, die ich sehr herzlich begrüßen möchte, ist Katrin Knurr. Katrin Knurr ist uns online zugeschaltet und wird sozusagen online sich an dieser Podiumsdiskussion beteiligen. Katrin Knurr ist nicht nur gelernte Raumplanerin, sehr gut vernetzt in die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Mobilitätsinitiativen im Land Nordrhein-Westfalen, sondern ist vor allen Dingen hauptamtlich Klimamanagerin der Innovation City Bottrop und davor der Stadt Gladbeck, hat insofern also auch eigene Kenntnisse, was womöglich die Randlage des Ballungsraumes und die entsprechenden Mobilitätsbedürfnisse und Dienstleistungen angeht. Herzlich willkommen, Frau Knurr. Dann möchte ich allerdings sofort meinen ersten Gast zu mir auf die Bühne bitten und das wäre Peter Giesen. Peter Giesen ist Mitglied des Konus-Netzwerkes, aber vor allen Dingen ist er Vorstandsmitglied der NIAG. Die NIAG sind die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe, die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG. Bitte, wenn Sie sich vielleicht ganz außen positionieren, dann vielen Dank. Und die NIAG ist am Konus-Netzwerk beteiligt durch exakt ein Projekt, das sich nämlich mit der Implementierung eines autonomen Busses im Kreis Kleve beschäftigt. Sie tun das zusammen mit den Kollegen von der Hochschule Rhein-Waal, die sich auch im Raum befinden, und Professor Schreckenberg. Und womöglich haben wir die Gelegenheit, auch darüber ein bisschen zu reden, aber vielleicht den Rahmen auch noch darüber hinaus zu spannen. Es geht weiter mit Herrn Dr. Günnewig, schon einige Male von Minister Wüst genannt. Er leitet im Verkehrsministerium eine neue Grundsatzabteilung, die sich mit der Verknüpfung, der konzeptionellen Verknüpfung von Mobilität, Digitalem und der Vernetzung beschäftigt. Und wir freuen uns sehr, ihn hier in Vertretung für den Minister begrüßen zu dürfen. Und last but not least möchte ich von der Universität Duisburg-Essen begrüßen Professor Rudi Juchelka, der dort den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie, insbesondere Verkehr und Logistik, innehat und der uns helfen wird, die verschiedenen wissenschaftlichen Impulse, die wir jetzt etwas aufbrechen wollen, ganz bewusst noch einmal zu bewerten und vor allen Dingen jetzt in den Kontext und in den stärkeren Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis, die ja jetzt hier versammelt ist, einzubringen. So, ich hoffe, die Schaltung mit Frau Knurr klappt auch. Mir wurde versprochen, dass ich Frau Knurr hier auf dem Bildschirm sehen kann. Wunderbar, ich denke, das hat funktioniert. Denke ich auch. Frau Knurr müsste einfach was sagen und dann hallo. Ist sie da. Genau. Ist sie schon. Ja, hallo. Hallo, Frau Knurr. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Beginnen möchte ich eigentlich ganz bewusst jetzt nach den vielen wissenschaftlichen Statements, die wir gehört haben, Herr Giesen, mit Ihnen. Wenn man
die sich mit der Presse und der Online-Presse ein bisschen beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, die NIAC und auch Sie damit haben bewegte Zeiten hinter sich, um sozusagen im Mobilitätsjargon zu bleiben. Die NIAC ist umstrukturiert worden, sozusagen aus der klassischen öffentlichen Handstruktur in eine neue Public-Private-Partnership-Struktur mit einem großen privatwirtschaftlichen Teilhaber überführt worden. Das hat neue Konzepte mit sich gebracht. Sie sind nicht nur im Bereich des öffentlichen Verkehrs tätig, sondern auch sehr stark im Logistikbereich. Und insgesamt haben Sie es, glaube ich, mit vielen Herausforderungen am Niederrhein zu tun. Wo drückt denn aus Ihrer Sicht, nicht aus der wissenschaftlichen Sicht, aus Ihrer Sicht vor allen Dingen der Schuh im Bereich Mobilität am Niederrhein als einem vielleicht typischen ländlichen Kreis, auch vor dem Hintergrund der Verkehrswende, die wir ja dringend brauchen? Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie unser Unternehmen so schön vorgestellt haben. In der Tat haben wir auch als Private-Public-Partnership-Unternehmen viele Probleme mit dem ÖPNV. Die liegen nicht an unserer Organisationsform, sondern die liegen in der Struktur, die hier in mehreren Vorträgen schon deutlich gemacht worden ist. Und zwar ist über Jahrzehnte hinweg der Fokus auf die individuelle Mobilität gelegt worden. Man hat über Jahrzehnte hinweg den ÖPNV genutzt, um Kosten zu sparen. Er ist bewusst heruntergefahren worden in Aufwendungen und das merkt man in den Strukturen. Es ist dargestellt worden, wie viel Schienenverbindungen gestrichen worden sind. Es ist dargestellt worden, wie viele Busverbindungen gestrichen worden sind, gekürzt worden sind, weil die öffentliche Hand als Finanzierungsträger des ÖPNV eben sparen musste. Das hat sich fortgesetzt durch die Energiekrise, als denn vorher die Subventionierung über die Stadtwerke, die den ÖPNV häufig quersubventioniert haben, dort die Ergebnissituation schlechter wurde, dann hat man festgestellt, dass denn dort in dem Bereich ÖPNV auch nicht mehr so viele Mittel hineinfließen können. Das ist die heutige Situation. Aber gleichwohl wissen wir auch, und das ist deutlich geworden, wie es verändert werden könnte. Und da stehen wir als Verkehrsunternehmen natürlich mit Konzepten parat, die aber auch wieder, und dann bin ich wieder beim Geld, die finanziert werden müssen. Und deshalb würden wir es begrüßen, wenn denn die Mobilitätswende, die heute schon mit verschiedenen technischen Möglichkeiten unterlegt ist, wenn die denn auch umgesetzt werden könnte von den Verkehrsunternehmen. Und da brauchen wir staatliche Unterstützung. Um da direkt einzuhaken, würde ich ganz gerne Verknüpfungen herbeiführen zu den Statements, die wir ja schon gehört haben. Das heißt also, was ich beobachte, ist, dass die NIAC diesen Management-Ansatz sehr stark verinnerlicht hat. Das heißt, auch die Netzwerkstrukturen mit anderen Akteuren, Stichwort Bürgerbus, ist sicherlich ein prominentes Beispiel, auch am Niederrhein. Wie sehen eigentlich solche Kooperationen aus? Ich weiß nicht, ob ich den letzten Stand mitbekommen habe, aber es sind allein 11 Bürgerbus-Initiativen, die am Niederrhein sind, die Sie sozusagen mitbetreuen. Sie sind die Lizenzinhaber, müssen also ein Stück weit die Verantwortung übernehmen. Wie sieht das aus? Und womöglich können wir dann auf Herrn Günneweg überleiten, um auch diese Frage weiter zu beantworten. Wie würde denn eine Professionalisierung solcher neuen, vernetzten Organisationsformen im Bereich der zunächst mal ländlichen Mobilität dann aussehen? Also das Stichwort Netz ist sehr gut. Vorhin ist auch in einem Beitrag dargestellt worden von einer Konkurrenzsituation zwischen ÖPNV und Bürgerbus. Das sehe ich nicht so, das ist nicht so, sondern wir ergänzen uns und es ist ausdrücklich gewünscht auch von uns als ÖPNV-Unternehmen, dass Bürgerbusse im Einsatz sind. Aber die Vernetzung, der Ansatz dieser Veranstaltung ist sehr gelungen, weil er von einer Region spricht. Und da, glaube ich, ist es notwendig, dass denn die regionalen Akteure zusammenkommen. Wir haben das bei uns in unserem Verkehrsgebiet, das sind die Kreise Wesel und Kleve und noch ein bisschen angrenzend Duisburg-Oberhausen, aber da haben wir einen Kommunalbeirat gegründet, in dem denn die Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen und der Kreise integriert sind, Mitglieder sind und dort wird über Themen wie Mobilität gesprochen, weil die Mobilität hört nicht an den Stadtgrenzen auf, sondern geht darüber hinaus. Und da ist es notwendig, dass wir denn eben nicht nur die örtliche Struktur betrachten, sondern auch die Verbindung zwischen Strecken. Und da haben wir besonders den Pendlerverkehr im Blick. Das müssen wir schaffen, dass denn die Pendler stärker den ÖPNV nutzen. Es ist vorhin schon dargestellt worden, dass
im ländlichen Bereich sicherlich auf ein Auto gänzlich nicht verzichtet werden kann. Das sehen wir genauso. Aber wenn man beobachtet, es ist ja nicht mehr ein Auto im Haushalt, sondern es sind oft zwei, sogar auch drei Autos. Und wenn es uns da gelingt, über ein verbessertes ÖPNV-Angebot, was differenzierter zur Verfügung steht, flexibler zur Verfügung steht, mindestens das zweite oder vielleicht das dritte Auto aus dem Haushalt zu entfernen, dann sind wir schon ein großes Stück weitergekommen. Herr Günneweg, Herr Giesen hat das Thema Geld angesprochen. Ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, wenn wir aus den Organisationsmodellen der alten öffentlichen Mobilität aussteigen, stellen sich Fragestellungen, die was mit der Daseinsvorsorge zu tun haben. Wenn Sie das Lexikon aufschlagen, das wissen Sie besser als ich, dann ist ja der öffentliche Personennahverkehr ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. Insofern müssen wir unter dem Aspekt der Verkehrswende uns natürlich darum kümmern, wie wir diese Vorsorge und dieses Versorgungssystem tatsächlich ertüchtigen und vielleicht auch neu ertüchtigen. Reicht da das betriebswirtschaftliche Modell einer NIAG aus und ist die NIAG überhaupt alleine handlungsfähig und was gedenkt die Landesregierung hier zu tun, um womöglich unterstützen, die Kommunen womöglich zu unterstützen oder die Unternehmen auch in direkter Weise zu unterstützen? Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, so eine Breite hat, eben und so viele Möglichkeiten gibt, darauf zu antworten. Wenn man sich anschaut, eben, was das Land schon macht, ist es eben, neue Türen aufzuschließen. Eine Tür ist zum Beispiel, eine Mobilstation unabhängig vom ÖPNV zu realisieren, weil ÖPNV ist ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich, eben, das ist das Rückgrat eben von vernetzter Mobilität, aber an manchen Stellen macht es auch Sinn, dass eben auch unabhängig von ÖPNV eine Mobilstation realisiert wird, an der man unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander kombinieren kann. In der Vergangenheit war es so, dass ÖPNVG ermöglicht uns nicht, eben unabhängig vom ÖPNV mit entsprechenden Mitteln in die Förderung reinzugehen. Wir haben nach dem Regierungswechsel ein neues Förderprogramm aufgelegt. Dieses Förderprogramm hat den Titel Vernetzte Mobilität. Da haben wir eine Förderrichtlinie hintergelegt, die Mobilstationen ermöglicht. Oder die es eben ermöglicht, Dinge an Haltestellen vom ÖPNV zu realisieren, die früher nicht gingen. Und da haben wir auch weitere Dinge initialisiert, die es in der Vergangenheit auch nicht so gegeben hat. Gerade der Bereich der ÖPNV-Ergänzungsleistung. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber worum geht es da? Dass man eben eigentlich den ÖPNV komplett neu denkt im ländlichen Raum. Das haben wir auch gemeinsam eben auch mit der NIAG gestartet. Wir haben ein Programm aufgerufen, einen Wettbewerbsaufruf gemacht, für 30 Millionen im ländlichen Raum neue Mobilitätsangebote innerhalb von 3 Jahren auszuprobieren. Innovationsmöglichkeiten zu identifizieren. Also, dass wir beispielsweise neue On-Demand-Angebote auch im ländlichen Raum realisieren. Weil das hatten wir auch gerade in einem der Vorträge. Frau Professor Enkel hatte das angesprochen. Das ist ja auch immer eine betriebswirtschaftliche Frage. Wenn ich in Düsseldorf oder in Berlin unterwegs bin, dort oder auch in Hamburg, gerade kam das Beispiel von Moja, da macht es betriebswirtschaftlich Sinn, solche Angebote zu realisieren. Aber wenn ich dann eben nach Kleve, nach Moers oder nach Ostwestfalen-Lippe in irgendwelche ländlichen Gemeinden reingehe, macht es keinen Sinn aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Und dann stellt sich genau die Frage, die Sie eingangs gestellt haben, was ist ÖPNV, was ist Daseinsvorsorge? Und wir versuchen nicht weniger als eben das ÖPNV-System im ländlichen Raum neu zu organisieren. Schnelle Achsen sind beim Minister gerade auch angesprochen worden. Dafür gibt es eine zusätzliche Förderung für Schnellbuslinien, 100 Millionen Euro werden da bereitgestellt, dass wir diese schnellen Achsen dann aber auch mit einer Feinerschließung im Raum realisieren können, mit On-Demand-Angeboten, weil wir waren auch gerade beim Thema Klimaschutz. Es ist ja auch nicht wirklich vermittelbar, einen großen Bus durch die Gegend fahren zu lassen, von Milchkanne zu Milchkanne. Das Angebot ist nicht attraktiv. Es ist auch nicht wirklich ökologisch, dass man eben so einen großen Bus durch die Gegend fahren lässt, sondern es macht ja viel mehr Sinn, schnelle Achsen zu beliefern mit kleinen Bussen. Und vielleicht auch dazu dem Vortrag von Herrn Siedentrop. Professor Siedentrop hatte ja gesagt, wir brauchen keine Politik der kleinen Schritte. Doch, wir brauchen genau diese Politik der kleinen Schritte. Wenn wir ein Ministerium für Verkehr fragen, was ist der große Schritt? Der große Schritt ist eben, einen Knoten Köln zu realisieren für mehrere Millionen, hunderte von Millionen Euro oder eine neue Rheinbrücke zu bauen. Das sind wichtige Projekte, die brauchen wir in unserem Land, weil das sind die Lebensadern für unsere Wirtschaft und für unseren Wohlstand. Wir brauchen aber auch die kleinen Schritte. Wir brauchen sowohl als auch. Und das ist auch der Ansatz der Landesregierung, dieses sowohl als auch zu realisieren. Wir müssen die Infrastruktur in Ordnung bringen. Wir müssen sie bedarfsgerecht anpassen an die Erfordernisse. Aber wir müssen uns sowohl als auch eben darum kümmern, in ganz vielen kleinen Projekten neue Mobilitätsangebote umzusetzen. Und dafür haben wir das Instrumentarium geschaffen.
Nochmal mit Rückgriff auf Stefan Siedentorp, der ja das Prinzip der nachhaltigen Mobilitätsachsen in die Diskussion gebracht hat, Rudi Juchelka. Das ist, wie Stefan Siedentorp dargestellt hat, eine vermeintlich einfache, aber womöglich pragmatisch und effiziente Möglichkeit, verbindende Elemente zwischen Stadt und Land zu etablieren. Wo ich mich allerdings frage, ob es dann tatsächlich so einfach ist, die Organisationsform, also welche Governance-Struktur, welche Organisation steckt tatsächlich dahinter, kann das leben? Was sind die Hauptpunkte, die du aus deiner Sicht wertend einbringen würdest, die tatsächlich verbindende Merkmale vor dem notwendigen Fortschritt der Verkehrswende jetzt zeigen könnten? Das heißt, Fortschritt innerhalb der nächsten 10 Jahre zeigen können. Ich glaube, die Organisationsinstrumente, die Neudeutsch-Governance-Strukturen, sind alle bekannt. Auch hier im Raum ist so viel Kompetenz, wie man das im Ministerium ja auch sieht. Ich glaube, Frau Kollegin Enkel hat eben ein interessantes Bild aufgeworfen. Sie hat von der technologischen Seite der Münze gesprochen und sie hat auf der anderen Seite von der betriebswirtschaftlichen, der Angebots-, der Nachfrageseite gesprochen. Ich bin von Hause aus ein einfacher Geograf und die Münze, die Frau Enkel gewählt hat, hat meines Erachtens nicht eine dritte Seite noch, sondern hat einen Rand. Und zwar die Achsen, die Räume, die Orte. Die Orte, wo Verknüpfungen stattfinden, wo der Bürgerbus ans andere System angebunden ist. Welche Routen soll ein Schnellbus fahren, um die Leute entsprechend mitzunehmen? Und diese räumlichen Strukturen, ich glaube, die kann man auch viel stärker durch das Planungsrecht beeinflussen. Heute wurde sehr viel vom Infrastrukturausbau etc. geredet. Planungsinstrumente im Sinne der Raumplanung, wo mache ich neue Fachmarktzentren auf, um Wege überhaupt zu verkürzen vielleicht, brauche ich den Aldi neben dem Deichmann und dem DM in jedem Mittelzentrum oder kann ich nicht kleinere verkehrsvermeidende Strukturen aufbauen? Wären das nicht interessante Aspekte? Und damit bin ich bei Herrn Gießen, der eben gesagt hat, die kleineren Strukturen, Sie haben es gerade auch aufgegriffen, sind ganz spannend. Ich hatte am Wochenende eine Grundsatzdiskussion, ich will nicht fast sagen, einen Familienstreit mit meiner Nichte. Die hat gerade Führerschein gemacht. Sie wohnt in Pont, kennt keiner, ist am Niederrhein, ist ein kleiner Vorort von Geldern. Sie kennen es natürlich. Sie hat gerade den Führerschein gemacht und was hat der Papa getan? Seine Frau hat ein Auto, er hat ein Auto, Tochter hat einen Führerschein, hat das Auto geschenkt gekriegt. Wir haben jetzt ein drittes Auto. Sie ahnen, ich war kurz vor der Explosion, weil der Bruder von der Nichte war auch noch da. Der macht nächstes Jahr einen Führerschein. Was kommt? Ich brauche es nicht sagen. Mein scherzhafter Tipp war dann, schafft euch doch eine Familien-App an, um mal eure 4 Autos vielleicht auf 3 zu reduzieren und ein Mobilitätskonzept familienintern aufzubauen. Ich wurde angeguckt, wie sonst sowas. Du kommst aus der Stadt, bei uns geht das nicht. Und damit bin ich bei Ihnen, Herr Siedentorp, es muss eine Mobilitätskultur auch schon in der Schule anfangen, damit die Leute da reinkommen und eine Verhaltensänderung kriegen. Technologie gut, Betriebswirtschaft unbedingt, bin ich hundertprozentig dabei, aber das Verhalten, die Einsicht, die Bewilligung, da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr dran arbeiten. Frau Knur, ich glaube, beim Statement von Rudi Juchelka waren einige Steilvorlagen für Sie dabei. Hat denn diese kulturelle Fragestellung, die Fragestellung der Nutzer, nicht nur Akzeptanz, sondern der Aktivität von Nutzern, die in eine bestimmte Richtung gehen müssen, den richtigen Platz sozusagen bei Ihnen als Klimamanagerin in Bottrop, in dieser speziellen Situation in Bottrop? Und ist das womöglich einer der Gründe, weswegen wir eigentlich nicht den erhofften schnellen Fortschritt im Mobilitätsbereich für die Klimawende haben? Denn ich darf noch mal daran erinnern, der Mobilitätsbereich sitzt noch auf 42% Bilanz, die noch reduziert werden müssen. Das heißt also, er ist der einzige Bereich, der im Vergleich zu den Haushalten, zur Energieversorgung, zur Industrie bisher noch kräftig nachholen muss, es in 30 Jahren nicht geschafft hat, was er jetzt eigentlich angesichts der Klimaziele bis 2030 realisieren muss. Nun gut, wir sehen exakt die Zuwachsraten, also es wurde am Anfang in einem Statement ja schon benannt, wie viel Fahrzeuge auf 1000 Einwohner, also wie stark das einfach gewachsen ist in den letzten Jahren. Die Zuwachsraten sind immer noch da, das heißt, wir sind im Grunde noch nicht an der Stelle, dass sich das allgemeine Verhalten ändert. Das heißt, da sind wir allesamt gefordert, eben Möglichkeiten zu bieten zum Umsteigen,
Denn ich meine, zum einen ist das Auto natürlich auch der ultimative Komfort. Das heißt, ich kann alle meine individuellen Interessen, egal ob ich jetzt Inlineskates in den Kofferraum packe oder eben den Einkauf auf dem Weg nach Hause erledige, was eben die Wegeabläufe und so weiter angeht, da bietet das Auto natürlich unendliche Möglichkeiten, ist quasi das Verlängerung und die Verlängerung des Wohnzimmers, wenn man so will, und das natürlich eben im Wesentlichen auf Kosten der Allgemeinheit. Und ich denke, an den Punkt müssen wir irgendwo dran, also die Empfindlichkeit in der Nutzung des öffentlichen Raums, inwieweit Stehzeuge da also den städtischen Raum weiter so ungehindert bepflastern können sozusagen. Und das gilt sowohl für den städtischen Bereich als auch für den ländlichen, glaube ich. Genau, also vielleicht einmal nochmal vorweg. Also ich bin natürlich total erfreut, dass Bottrop mit ausgewählt wurde. Und wir haben wahrscheinlich so eine Sonderrolle dadurch, dass wir eben einen verdichteten Raum und einen ländlichen Raum innerhalb des Stadtgebiets haben und insofern quasi diese Fragestellung immer miteinander einhergeht. Und es gibt natürlich auch solche Dinge wie Schnellbuslinien, eben insbesondere vom nördlich gelegenen Stadtteil in die Innenstadt hinein. Und da habe ich zum Beispiel schon mal die Rückmeldung bekommen, dass das nicht attraktiv ist, weil die Busse halt dann auf der geraden Strecke auch immer kräftig Gas geben und man im Zweifel entweder den Rollator fliegen sieht oder direkt mitfliegen geht. Also von daher eben auch die Frage, was sind die Zielgruppen unserer Angebote oder was gibt es da eben auch nochmal jenseits der Digitalisierung für Möglichkeiten, die sich eben zeigen? Ja, vielleicht soweit erstmal. Ja, Herr Giesen, wer sind die Zielgruppen und was sind die besonderen Bedürfnisse gerade der NIAC-Kunden? Ja, ich hatte vorhin schon dargestellt, dass wir die Pendler als unsere Zielgruppe ansehen. Und wir müssen natürlich auch etwas Komfortables zur Verfügung stellen. Wenn die Pendler heute mit ihrem Pkw zur Arbeit fahren, dann haben sie ein eigentlich in der Regel ordentliches Umfeld da drin. Und wenn wir heute mit den Standardlinienbussen fahren, dann ist das eher so, wie gerade beschrieben worden ist, nicht ganz so heimelig und schön. Und wenn man da auf längeren Strecken unterwegs ist, lässt der Spaßfaktor vielleicht auch nach. Und da wäre es doch eine Idee, dass man Schnellbusse für Pendler einsetzt, die auch einen Komfort bieten. Die einen Komfort bieten, der es das Zeitungslesen ermöglicht, einen vielleicht etwas besseren Sitz ermöglicht, vielleicht auch die Möglichkeit hat, ein Getränk zu sich zu nehmen. Da müssen wir etwas, ein Angebot schaffen, wo denn der Pendler heute sagt, jawohl, da tausche ich mein Auto gegen den Bus. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich will auch noch mal darauf eingehen, weil es hier genannt worden ist, den Kulturwandel, den wir brauchen. Ich glaube schon, wir haben gerade bei den Schülern die Möglichkeit, einen Kulturwandel herbeizuführen und der ist auch schon da. Mit der Umstellung oder Einführung des Schokotickets. Das Schokoticket ist also eine gelungene Tarifmaßnahme gewesen, aber auch eine gelungene Maßnahme gewesen, um den die jungen Menschen in das System ÖPNV hineinzugeben. In meiner Zeit, man kann es vielleicht an den Haaren sehen, ist schon etwas, als ich zur Schule gegangen bin, da war das so, wir sind mit dem Bus gefahren während der Schulzeit. Keine Schule, kein Bus. Das war so, weil der Busfahrt war nur speziell mit dem Schulbus möglich. Heute mit dem Schokoticket ist auch ein Freizeitnutzen möglich. Und wir stellen es fest, dass auch im ländlichen Bereich die Schülerinnen und Schüler dieses Schokoticket für ihren Freizeitnutzen einsetzen. Die fahren zum Zentrum hin und so weiter. Und wenn die das in Schulzeiten schon kennengelernt haben, und das wird jetzt auch fortgesetzt, indem nämlich auch für junge Auszubildende das Young-Ticket eingesetzt worden ist, das darüber hinaus fortsetzen können. Für Studierende gibt es das ja schon lange, aber wer so eine Kette schaffen, über ein Ticket in die Welt des ÖPNV hineinzukommen, dann haben wir für diesen Kulturwandel auch schon einen guten Beitrag geleistet. Und man stellt es bei jungen Menschen fest, die Notwendigkeit, der Bedarf, einen Führerschein zu machen, hat nachgelassen und ein eigenes Auto auch. Und wenn denn dann das Beispiel Pont genannt worden ist,
dann kann ich das nachvollziehen, aber dann liegt es daran, dass eben das Angebot, das flexible Angebot da fehlt. Aber die Grundlagen dafür sind eigentlich schon geschaffen. Ich habe gerade mal mit meiner Kollegin zu Recht einen Kontakt aufgenommen, was den Online-Chat angeht. Wir werden auch die Fragerunde etwas verkürzen, aber natürlich möchten wir die Möglichkeit bieten, nochmal Kommentare bzw. Fragen in diese Runde hineinzugeben. Und das, ich glaube, das Nicken sollte bedeuten, es gibt Fragen aus dem Online-Chat und deswegen würde ich gerne kurz zu dir übergeben, Ira. Vielen Dank. Wir haben nochmal von Herrn Heinemann eine Frage. Er ist auch schon freigeschaltet. Herzlich gerne. Und los geht's. Ja, meine Frage dreht sich um den ganzen Themenkomplex ÖPNV-Finanzierung und geht so ein bisschen auf die ersten Wortbeiträge zurück. Und ich würde die Frage gerne an Dr. Günnig stellen. Hat das Land NRW schon eine Planung, eine Vorstellung, wie die Kommunen und Regionen im nächsten Jahr 2021 ihren ÖPNV finanzieren können oder werden? Hintergrund der Frage ist, dass wir bei uns wahrnehmen, dass es auch eine Folge der Corona-Situation, nicht nur einen relativ dauerhaften Rückgang in der ÖPNV-Nutzung gibt, sondern dass es auch einen Rückgang gibt bei unserem Kundenstamm, Abokunden, die also ihre Abos nicht verlängern oder eben auch kündigen. Und wir im Augenblick nicht wissen, wie wir es als Kommune in Sachsen, ist jetzt ein anderes Bundesland, aber wie wir es in Sachsen im nächsten Jahr in unserem ÖPNV finanzieren können. Jetzt gibt es den ÖPNV-Rettungsschirm. Ist sowas in NRW im nächsten Jahr vielleicht auch gedacht oder gibt es andere Ansätze, um Verkehrswende über regulative Eingriffe zu stimulieren oder eben zu beschleunigen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ja, auch Nordrhein-Westfalen beteiligt sich intensiv eben an den Gesprächen, die wir auch in der Verkehrsministerkonferenz mit dem Bund führen, in denen es darum geht, eben die Istverkehre natürlich zu sichern. Weil wir halten es für extrem wichtig, dass wir den ÖPNV stark machen. Unser Minister hat das gerade auch noch mal auf den Punkt gebracht mit dem Ausspruch, Deutschland, also auf Deutschland bezogen, muss Bahnland werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, also dass wir da natürlich nicht nachlassen wollen und genauso auch an anderen Stellen nicht nachlassen, eben was Sie als Verkehrswende beschrieben haben, durch viele gute Maßnahmen dann auch zu unterstützen und da auch in die Förderung reinzugehen. Also von daher, der ÖPNV, den versuchen wir zu stärken, auch über das hinweg, was wir heute haben, durch die Beispiele, die wir gerade schon genannt haben. Und wir wollen aber auch dafür sorgen, dass Menschen eben ein gutes Angebot geschaffen wird, durch Angebote, wie sie gerade beschrieben worden sind, Young-Ticket, Azubi-Ticket, solche Dinge wurden ja auch eben jetzt in den letzten Jahren auch nochmal weiter vorangebracht, aber auch eben den Zugang zu erleichtern. Also ein Beispiel ist, Nordrhein-Westfalen hatte sich vorgenommen mit dem Koalitionsvertrag, dass wir erstmalig, das muss man sich mal überlegen, in einer App alle Tarife in Nordrhein-Westfalen abrufbar bekommt. Das gab es in Nordrhein-Westfalen nicht und das war ein gewisser Aufwand. Wir haben diese App mittlerweile, die ist am Markt etabliert, aber wir wollen da auch nicht aufhören, sondern schauen, wie können wir den nächsten Schritt gehen. Wir sind da in sehr intensiven Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden in Nordrhein-Westfalen, um einen E-Tarif zu realisieren, der es Menschen noch leichter macht, als Gelegenheitskunde das System ÖPNV zu nutzen. Also Tarifabitur AD. Einfach geht es, indem man sich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung einfach nur einloggt, ausloggt und alles andere läuft im Hintergrund. Ich muss mich damit nicht beschäftigen. Okay, das ist der wichtige Aspekt der Informationsvernetzung. Herr Giesen hatte ja auch nochmal angesprochen, völlig neue Dienstleistungen weiter zu professionalisieren und über Pilotphasen, die es ja durchaus schon gibt, hinauszutreiben. Wie schaffen wir das denn innerhalb der nächsten 10 Jahre, diesen enormen Handlungsbedarf jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen und sie auch im günstigsten Falle schon in positivere Klimabilanzen münden zu lassen? Ja, indem wir neue Projekte angehen, entschieden angehen, sie ausprobieren. Deswegen diese 15 Maßnahmen beispielsweise, die im ländlichen Raum neue Mobilitätsangebote ausprobieren, testen. Aber natürlich wollen wir da nicht nachlassen eben und dann sagen, gut, wir haben jetzt ein schönes Projekt gehabt und das war's, sondern wir wollen da konsequent weitermachen. Also dieser Wettbewerb, den ich gerade angesprochen habe, der wird auch noch eine weitere Runde gehen, indem wir einfach viele gute Beispiele in einzelnen Regionen dann auch erlebbar machen. Und dann wird es natürlich auch die Frage zu stellen sein, wie wird die Finanzierung des ÖPNV in der Zukunft aussehen? Was ist mit den Ergänzungsleistungen, die wir brauchen, um beispielsweise eine Feinerschließung im ländlichen Raum zu realisieren? Frau Knohe, was würden Sie sich wünschen von der Landesregierung, um auch sozusagen ja nicht nur Ihren Job leichter zu machen, sondern einfach diese gesellschaftliche Aufgabe schnell und effizient, ich will nicht sagen bewältigen zu können, aber sozusagen effektiv zunächst mal anzugehen? Denn wir haben ja gerade eben dargestellt, sie ist ja eigentlich noch gar nicht angegangen, mindestens im Mobilitätsbereich.
Also vorneweg würde ich mir erstmal wünschen, dass ein Tarifabitur schon gar nicht mehr notwendig ist. Also ich musste spontan daran denken, also wie viel Tarife umfasst denn jetzt diese App? Warum gehen wir das Thema mit einer App an und versuchen nicht, das Tarifsystem zu entschlacken? Also ich meine, da wäre doch, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viel Musik drin. Und ansonsten hatte ich mich gerade auch nochmal gefragt, was den Komfort für Pendler angeht und dann quasi den Querblick zum Schokoticket. Da ist ja doch eher die Systematik Salinendose. Ich meine, ich muss zugeben, im NIAC-Zuständigkeitsbereich bin ich jetzt, glaube ich, zu Schulstoßzeiten noch nie persönlich unterwegs gewesen. Deswegen ist es jetzt so ein allgemeines Vorurteil. Aber inwieweit ist denn da auch das Thema Komfortverbesserung eines? Sie sprechen jetzt den Schülerverkehrsstaat an. Durchaus, denn ja. Ich meine, wir haben vorhin schön zusammengefasst, früh übt sich oder dass es eben notwendig und sinnvoll ist, dass die jungen Leute die Möglichkeiten erkennen. Ich meine, Sie haben auch absolut richtig gesagt, dass es dadurch, dass das Schokoticket eben dann auch kontinuierlich verfügbar ist, es auch die Möglichkeiten bietet, das für den Freizeitverkehr zu nutzen. Aber wir müssen auch im Grunde in den jungen Köpfen auch schon verankern, dass es eine komfortable Möglichkeit ist, sich zu bewegen. Wenn ich vorhin den Eindruck erzeugt habe, dass es völlig unkomfortabel ist, in einem Linienbus zu sitzen, dann ist das falsch und sollte so nicht rüberkommen, sondern es ging darum, dass Pendler in der Regel einen weiteren Weg zurücklegen. Und da ist es schon ein Unterschied, ob ich denn dann in einem Standard-Linienbus sitze, der darauf eigentlich eingerichtet ist, dass ich relativ kurze Strecken zurücklege, der ein gutes Einsteigen und Aussteigen ermöglicht, der denn dann auch in Spitzenzeiten, das ist nun mal die Zeit der Schülerbeförderung, auch in der Lage ist, große Personenkapazitäten zu befördern. Das ist ein Unterschied zu dem, wenn ich denn in einem anderen quasi Reisebus-ähnlichen Gefährt sitze, dass mich denn eine weitere Strecke von Kleve nach Düsseldorf fährt oder in andere Strecken fährt. Daher der Unterschied. Das heißt auch, dass denn unsere Linienbusse natürlich Komfort haben und mit jeder Neubeschaffung steigt auch tendenziell immer der Komfort in den Fahrzeugen. Das ist dann nicht nur die Sitze, sondern auch die Möglichkeit, mit WLAN ausgestattete Busse zu haben, klimatisierte Busse und so weiter. Aber auch das ist dann wiederum eine Frage der Finanzierung, die dann auch gestellt wird an der Stelle. Okay, ganz kurz, bevor wir gleich nochmal die Frage stellen, ob es eine Frage im Saal gibt, die zwei Antworten bzw. die Kommentare von Rudi Hölker und Herrn Günewig zum Thema Bedingungen, Komfort des ÖPNV oder neue Lösungen? Sowohl als auch. Ich habe in meiner letzten Online-Vorlesung einen Film aus der Schweiz meinen Studierenden gezeigt. Es ging um einen Berufspendler, der auf einem Bergdorf lebte, morgens mit der Seilbahn ins Tal fährt, ein Schweizer Postbus von ihm genutzt wurde, alles mit einem Ticket und dann noch mit dem Intercity-Zug nach Luzern gefahren ist. Das geht. Und wir haben hier in unserer Einladung ein Stichwort stehen, wer sind die regionalen Möglichmacher? Ich glaube, technologisch, technisch, viele Konzepte kennen wir, sind bekannt. Die ganze Wissenschaft hier hat alles Mögliche parat. Ich glaube, manchmal ist der politische Wille auch in Wechselwirkung mit der Bereitschaft, Mobilitätskultur zu bewegen. Das ist ein entscheidender Faktor. Das Land investiert sehr, sehr viel, hat viele Projekte. Trotzdem tut auch manchmal der Blick über den Tellerrand in Nachbarländer gut. Alles ist in der Schweiz manchmal besser, vieles ist schlechter, alles ist anders. Aber wir können uns aus verschiedenen Ländern durchaus Best Practice viel mehr reinholen. Wir sind nicht die Allwissenden und dazu sollten wir auch mal offenen Auges durch die Landschaft gehen. Bevor wir jetzt zu Stefan Siedentop zu den Abschlussworten übergehen, ist sozusagen das letzte Wort dieser Runde damit bei Ihnen, Herr Günewig. In der Tat, die Schweiz wird oft genannt, hat sogar sowas wie eine regionale Mobilitätsgarantie. Denkt man über sowas nach?
Gut, jetzt die regionale Mobilitätsgarantie ist jetzt kein Thema, was ich bei mir in der Abteilung bewege. Worauf ich gerade noch mal hinaus wollte, ist eben, was heißt für mich Komfort? Komfort heißt für mich nicht, dass jetzt der Sitz besonders gut ausgepolstert ist eben in der Bahn, sondern gutes Informieren, Buchen und Bezahlen, ein gutes Angebot, das muss da sein. Und dazu gehört genau, um jetzt die Brücke auch noch mal zu schlagen zu dem Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man eben Mobilität regional denkt, dass man über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg geht. Wir hatten gerade das Beispiel, ja, warum haben wir denn so viele Tarife? Ja, wir haben Zuständigkeiten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ÖPNVG, wir haben Vorgaben dahingehend eben, dass für die Tarife die entsprechenden Verbundräume und die Aufgabenträger vor Ort zuständig sind. Aber über diese Zuständigkeitsgrenzen wird hinweggegangen. Ich hatte gerade erwähnt, wir verhandeln gerade mit den Verkehrsverbünden über die Möglichkeit, ein verbundraumübergreifendes E-Ticketing zu realisieren. Oder eben auch diese App, die ich gerade erwähnt hatte. Das sind alles Dinge, wo man eben über die eigenen Zuständigkeitsgrenzen hinweggeht. Das nächste Beispiel ist auch gerade in einem Vortrag deutlich geworden, dass man regionale Mobilitätskonzepte umsetzt. Und das war der erste Förderbescheid, den ich mit dem Minister übergeben durfte, als ich in diesem Haus angefangen habe. Und das war für das mobile Münsterland. Da hat sich erstmalig die Stadt Münster, das Oberzentrum Münster, gemeinsam mit den umliegenden Landkreisen hingestellt und gesagt, wir planen nicht mehr Mobilität nur bei uns im einzelnen eigenen Zuständigkeitsbereich, sondern wir gehen darüber hinaus. Und genau das ist, glaube ich, der entscheidende Erfolgsfaktor, den wir versuchen massiv zu unterstützen, indem wir da in die Finanzierung reingehen, damit wir diese Mobilitätskonzepte bekommen. Wir fördern ganz viele Dinge, die man nicht so sehen kann. Früher war es immer schön, wenn man irgendwo was durchschneiden konnte und dann konnte der Verkehr fließen. Jetzt machen wir eben manche Dinge, wo es ein schönes Konzept erarbeitet wird. Ein Konzept macht den Verkehr vielleicht in dem Moment noch nicht besser, aber er wirkt eben nachhaltig. Und wir arbeiten an Hintergrundsystemen, ermöglichen beispielsweise die Programmierung eines Produkt- und Kontrollmoduls für Tickets. Das ermöglicht eben, dass die komplizierten Tickets eben möglichst einfach gelesen werden können. Also versuchen dort immer wieder reinzugehen oder eine Mobilitätsdatenplattform darüber zu diskutieren, wie schaffen wir da die Grundlagen, damit darauf Geschäftsmodelle, damit darauf eben neue Angebote aufsetzen können. Das sind, glaube ich, die Dinge, die zusammenwirken müssen, eben Hintergrundsysteme schaffen, besseres Buchen bezahlen und informieren zu ermöglichen, aber auch eben die Zusammenarbeit stärken von Akteuren, die über die eigenen Zuständigkeitsgrenzen hinwegblicken. Da, wo dran gearbeitet wird, besteht offensichtlich also noch Hoffnung. Lassen Sie uns gemeinsam gespannt sein, ob sozusagen im Klimabilanzjahr 2030 wir tatsächlich sagen können, wir sind im Mobilitätsbereich ein entscheidendes Stück nach vorne gekommen. Lassen Sie uns optimistisch bleiben und vielleicht hat auch Stefan Siedentop optimistische Abschlussworte. An Sie die Bitte, dass wir jetzt einmal ganz geordnet die Bühne entsprechend verlassen und damit lassen wir Sie, Herr Professor Siedentop, alleine auf der Bühne für die letzten Worte. Vielen Dank an diese Runde. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende angelangt einer ebenso kompakten, mit gut 2 Stunden, wie auch wirklich sehr, sehr inspirierende, wie ich finde, Veranstaltung. Wie das immer so ist, ich denke, jede von Ihnen hat ein Stück weit was anderes mitgenommen, andere Botschaften mitgenommen, vielleicht ein anderes Bild im Kopf zusammengesetzt, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Aber eines, glaube ich, ist nochmal wirklich sehr, sehr deutlich geworden. Unsere Mobilität wird und muss sich verändern. Es kann nicht so bleiben, wie es heute ist. Das ist, glaube ich, Ausgangspunkt und Fundament aller weiteren Diskussionen, die wir in der Zukunft zu diesem Thema noch führen werden. Die Vorträge und Diskussionsbeiträge dieses Nachmittags haben vielfältige Handlungsansätze, Handlungskorridore beschrieben und finde auch sehr plastisch dargestellt, mit Attributen einer Zukunftsmobilität, zukunftsfähigen Mobilität, die muss sauber sein, integriert, intermodal, kundenorientiert, digital ganz bestimmt. Das verweist ein Stück weit auf den Weg, den wir beschreiten müssen. Die Vorschläge waren, wie ich finde, das muss aber auch so sein, irgendwo angesiedelt zwischen noch fernerer Vision und schon ganz praktisch heute, morgen umsetzbaren Maßnahmen. Und das macht vielleicht so ein bisschen auch die Spannbreite dieser Diskussion deutlich. Und entscheiden Sie selbst, ob Sie die Rückkehr der Eisenbahn auf dem Land, ein einfaches Ticketsystem oder das Flugtaxi für Visionäre halten, das überlasse ich Ihnen. Gestatten Sie mir noch ein paar ganz wenige Worte zum Abschluss zur Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Dieter Barton hat am Anfang diesen schönen Imagefilm gezeigt und ich glaube, da ist sehr deutlich geworden, dass wir, die JTF, die Institute der JTF, daran arbeiten, intensiv daran arbeiten, am Transformationsprozess nicht nur der Mobilität, sondern des Landes, NRW, Deutschlands insgesamt
mitzuwirken. Hier am Niederrhein ganz bestimmt, aber auch in anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen. Und mit dem Leitthema Städte und Infrastruktur werden wir in den nächsten Jahren unsere Forschungsausrichtung bündeln und in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich habe das eben schon in meinem Vortrag, in meinem Input gesagt, und ich sage es gerne nochmal, das Konus-Netzwerk ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Kooperationspartner. Und ich freue mich an dieser Stelle sehr auf den weiteren Austausch dazu. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch Ihnen allen einen großen Dank auszusprechen. Ein großer Dank geht an die Beitragenden hier oben auf dem Podium, an Sie alle fürs Mitdiskutieren, fürs Kommen heute. In einer anderen Zeit würden wir Sie jetzt gerne einladen zu einem kleinen Empfang, also zumindest diejenigen, die nicht virtuell zugeschaltet sind, sondern hier im Raum physisch präsent sind. Corona lässt das leider nicht zu. Ich darf Sie jetzt auch bitten, den Saal unter Einhaltung der Mindestabstände und mit der Mund-Nase-Bedeckung zu verlassen. Und ja, darf Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Einen schönen Abend noch an Sie alle. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Vielen Dank.